Willkommen beim Bierdacher Podcast 244. Ja. Wir schreiben den 23.02.2016. Befinden uns in der Zypresse-Westernstraße 35A1070 Wien, wie jeden Dienstag um 19.30 Uhr. Und bei mir befindet sich unser frisch eingetroffener Stargast, der Daniel. Die nicht mehr ganz so frische Anna. Der Gregor. Da. Stefan, heute auch nicht frisch. Frisch mit Kebab ausgestattet, der Dennis. Und der Horst. Das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von Wukonic.com, der Internet-Marketing-Agentur aus Österreich vom Jörg. Und vielen Dank an dieser Stelle. Aber nicht nur dem Jörg sei gedankt, sondern auch Juvo und Bernd Schlapsi, die uns immer brav flattern und an alle anderen Flatterer auch. Und an dieser Stelle danke. Alles Gute zum Geburtstag, Jörg. Ja. Er ist älter geworden. Ah, okay, alles Gute, Jörg, genau. Und wir sind jetzt nicht nur in monetären Geschichten beschenkt worden, weil wir sind so reich beschenkt direkt vorm Podcast hat uns der Tim hat uns ganz lieb geschenkt mit Biertaucher beschriftete oder eigentlich eingebrannt klingt das fast, Bleistifte. Ja, wir haben wirklich eine Packung Bleistifte bekommen. Und gespitzt und schön in Natur, in einem sehr schönen Design und ein selbstdesigntes Logo. Was sehr schick daherkommt. Ja. Also das Logo, ich werde es versuchen zu fotografieren, sind so zwei schwarze Klammern mit einem Biertaucher-Podcast-Schriftzug drinnen, der so im Bier schwimmt. Und daneben ist ein Pfeil nach rechts. Und alles sehr minimalistisch gehalten. Ja. Also ich bin total hin und weg. Lieber einscannen als abfotografieren, weil das wird spiegeln. Okay. Ja, der Stefan hat ja schon gemeint, jetzt haben wir mittlerweile drei Logos. Was mich erinnert, dass ich einmal in unserem Auphonic einstellen muss, dass ich das neue Logo übernehme. Ja, das ist echt so. Und da wir jetzt so viel, wie nennt man das, Swag haben oder so Swag. Geschenke, könnten wir eigentlich ausloten, dass der nächste ungebetene Gast sozusagen, also der nächste Gast, wie sagt man, nicht, verdammt, der nächste Spontangast, mit dem wir nicht gerechnet haben, kriegt einen Bleistift und einen Pickel. Ist nicht viel, aber. Ja, wir haben noch nicht. Wir sitzen, wenn ich schon welche Bären kann. Ich habe mir schon etwas so, Merchandise. Sehr gut. Tja, und damit würde ich sagen, schreiten wir zur Stefans Verlesung der Themenliste, wenn jeder Reihe nur kurz erzählt, worüber er reden will, bevor wir richtig anfangen. Ich habe lauter Kleinzeug diesmal, darum gehe ich nicht so auf die Details ein, wie sonst dauern. Da die Themenliste länger als das eigentliche Reden drüber, aber es kommt endlich wieder ein bisschen freie Software vor, es kommt auch ein Buchtipp vor, es kommt wieder ein merkwürdiger Begriff von mir vor, das Thema Sicherheit, ja, ganze Menge Kleinzeug. Hm. Danke. Entschuldigung, ich habe nicht damit gerechnet, dass er so schnell fertig ist und esse noch. Ja, ich habe als Thema, wie man seinen Computer löscht, im wahrsten Sinne des Wortes, nicht nur 56 Euro dafür, dass man zu schnell fährt, sondern auch noch dafür, dass man zu viel zahlt, als Thema. Und dann war ich dabei, wie zwei Parteien handgreiflich geworden sind und erzählt dazu mal was, weil das war für mich was Neues, habe ich noch nie erlebt. Und dann habe ich einen Film angeschaut, Zeit der Kannibalen. Dann erzähle ich etwas, das mir Anfang des Jahres passiert ist, aber was ich nicht direkt erzählen wollte, zum Thema Datenreichtum. Ja, das war's. Das andere lasse ich weg. Ich habe einen Film und eine TV-Serie. Und sonst lauter kleinere Tech-Meldungen. Und eine sehr schöne Story, das ist eine Art Arbeit oder Aufsatz über Crossbow versus Longbow, über das ich stundenlang reden könnte. Okay. Mittelalter Kriegsspiel-Nerd. Thema. Also ich habe kein Thema vorbereitet, ich werde mich einfach einklinken, je nachdem, wo es gerade passt. Aber du bist extra hergekommen, hast du nicht etwas zum Annoncieren oder... Ja, ich kann ein neues Podcast im Meetup annoncieren, am 8. April 2016. Also wird es wieder im Meetup ein neues Podcasting-Meetup geben. Wir sind auf schon wieder nicht. Bitte? Da kann ich schon wieder nicht. Diesmal extra unter der Woche. Wir haben nämlich ja Kritik bekommen, dass wir immer Samstagstermine haben. Und jetzt haben wir mal einen Termin am Freitag genommen, um den Leuten auch die Chance zu bieten, zu kommen, die noch sie alle haben.
Und genau. Kannst du vielleicht über deine eigenen Podcasts was erzählen, wie es gerade ausschaut? Ja, kann ich dann auch machen. Gut. Ich warne, wenn man dort Vorträge hält bei dem Meetup, dann wird man zu anderen Meetups eingeladen, um sie dort wiederzuhalten. Ja. Yep. Flucht der Popularität. Yep. Oh. Ich wäre jetzt berühmt. Ja, komisch, durch die Meetups wird man berühmter als durch den Podcast. Ja, ja, tragisch. Niemand hört uns, aber... Anna? Ja, ich möchte immer noch den YouTube-Kanal vorstellen, wo letztes Mal keine Zeit mehr geblieben ist zu Autismus. Und ansonsten habe ich jetzt eine Wohnung und kann davon ein bisschen erzählen. Und nachdem ich gerade im Umziehen bin, kann ich sonst nichts erzählen. Macht dann, glaube ich, nichts. Ja, ich habe auch brandheiße Themen aus dem Jahr 2015. Ich habe immer das Spiel des französischen Entwicklers Dot Not Entertainment Remember Me. Schon öfter angekündigt. Ja, ja. Ich habe Far Cry 3 angeschaut und vielleicht den Blockbuster-AAA-Titel irgendwie etwas drüber zu erzählen. Und dann hat mir der letzte Tarantino so ein bisschen einen Trall gegeben, mir Agatha Christie-Verfilmungen anzuschauen. Da habe ich zwei angeschaut. Aber ich werde nur über eine erzählen, die zweite war auch sehr gut. Also es gibt zwei berühmte, das ist so, das war das eine, Der Tod auf dem Nil und das andere Mord im Orient Express. Mord im Orient Express, da bin ich eingeschlafen, muss ich mir nochmal anschauen. Aber Tod auf dem Nil war ich voll dabei. Peter Ustinov und werde ein bisschen was erzählen. Ja. Ach, wenn alte Filme auch gelten, dann kann ich ja sagen, ich habe Inception gesehen jetzt. Ja, welcher? Natürlich, da gibt es keine. Ja, ist ja schon sehr alt. Ja, aber das ändert nichts daran, dass ich es irgendwie geschafft habe, den erst vor zwei Wochen zu sehen. Oder anderthalb. Dann nehme ich ihn. Habe ich keinen Druck? Ja. Weil ich so viel 6-6. Danke, Herr Karib. Und da fällt mir auf, was haben wir alle vergessen? Ah ja, das Prostgeräusch. Ja. Und hiermit wird es nachgeholt. Prost, Leute. Wenn Sie richtig gehört haben, das klingt jetzt ein bisschen anders, weil vier Eiran angestoßen haben. Die Eiran-Fraktion köstlich. Siehst du unsere Zuhörerinnen und Zuhörer immer? Ja, das klingt so professionell. Nur beim Schimpfen und Fluchen bin ich auf du. Also, ist gut. Ja, ich kriege immer wieder irgendwelche Diskussionen mit, wo ich spreche, dass die Leute das irritiert, wenn sie gesiezt werden. Ich gehe davon aus, dass unsere Hörer zum Teil volljährig sind und die dürfen das aushalten. Volljährig, okay. Ich weiß nicht. Was sagt ihr dazu? Ab 16 habe ich noch nicht recht nachgedacht aktiv. Okay. Also die Hörer. Aber wir haben ja dazu Podcast-Experten. Ja, genau. Ja, ich bin kein Podcast-Experte. Aber du hast ja nur zwei oder drei oder wie viele Podcasts derzeit am Laufen? Aber ich würde, also Hörerinnen und Hörer würde ich jetzt auch eher duzen als siezen, aber so auf der Straße, gerade in Wien, würde ich die Leute eher siezen. Ja. In Deutschland aber eher duzen, also es kommt echt so an. Ja, das war nur eine rein neugierige halber eine Frage, weil ich finde es jetzt zum Beispiel nicht so irritierend, aber wie gesagt, es gibt immer wieder Leute, die sagen, sie finden, dass gesiezt werden, finde ich nicht irritierend, aber ich habe es schon öfter gehört von anderen Leuten oder gelesen, dass sie das irgendwie seltsam finden. Das weiß ich aber jetzt nicht, vielleicht sind die Leute auch seltsam, keine Ahnung. Um meinen Senf dazu zu geben, ich finde dieses, was die typischen Ö3-Moderatoren machen, dass mich irgendwelche Leute, die ich eh nicht mag, dann so duzen über den Radioapparat. Das finde ich so anbiedernd. Weiß ich genau, die würden nie mit mir auf ein Bier gehen, aber mich großartig duzen dürfen. Ach so, okay. Das ja. 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 Ich muss mir erst eine Meinung dazu erarbeiten. Ich kann es nicht sagen. Aber es ist schon so, ich überlege gerade wegen Alltagsgesprächen oder so, ich glaube, man rutscht schon allein wegen der Begrüßung und der Verabschiedung in Österreich sehr einfach ins Sitzen. Weil das ist auf Wiedersehen, auf Wiederschauen oder dieses Grüß Gott. Das Grüß Gott versuche ich ja persönlich ein bisschen auszuweichen in letzter Zeit. Und dann, wenn man sich mit Tschüss und Ciao verabschiedet, dann ist man auch eher auf der Du-Schiene. Aber ja, wie gesagt, ich würde es auch in Wien, ist eher so, dass Sie am Start, keine Ahnung. So reingefügt.
Habt ihr das ja, in euren Arbeitswelten auch, dass ich finde das so nett, wenn es eine Mischung aus Du und Sie ist, dass man unter Kollegen mit du Herr Kali oder du Herr Swoboda, was bringt man das? Ja, so das Mischen, das ja. Geht gar nicht. Nicht. Nee, ich komme aus einem Bereich, wo generell geduzt wird, außer zu relativ hohen Vorgesetzten. Ist nicht immer ganz einfach, weil manchmal hat man so Kompetenzstreitigkeiten, wo man dann doch lieber per Sie wäre, wo es einfacher ist, per Sie zu sein. Bei dieses Du manche Leute doch dazu verleitet, da irgendwie Grenzen zu überschreiten. Das ist so. Ja, wir mengen uns ja alle so gern und dann mischen sie sich in irgendwas rein, wo sie sich nicht reinmischen sollten. Also ich weiß gar nicht, ob das in der Arbeitswelt immer so gut ist. Kommt auf die Branche vielleicht an. Ja, Branche und Menschen, ja. Manchmal liegt es einfach aufgesetzt und manchmal kommt es natürlich rüber. Das muss man sich, glaube ich, dann immer wieder sozial neu erarbeiten, irgendwie in verschiedenen Arbeitskontexten. Weil zu dem Grüß Gott hingehen wollte ich noch was sagen, weil ich kenne es ja aus Bayern, ich bin das gewöhnte eigentlich, genau. Dieses so typische Grüß Gott. Dann war ja jetzt ein halbes Jahr in Berlin und da gibt es keinen Grüß Gott. Und ich weiß von Leuten, die nach Bayern gekommen sind, immer Gott, so was soll denn der Schmarrn irgendwie, was für ein Gott wollt ihr jetzt immer grüßen? Ne? Das ist doch ein Blödsinn. So. Und mir ist es einfach nicht aufgefallen, weil das ist mir so gewöhnt. Dann war ich ein halbes Jahr in Berlin, dann bin ich jetzt nach Wien gekommen, denke mal, was grüßen sie denn alle Gott, was soll der Schmarrn? Also das ist, man kann sich das auch tatsächlich in den abgewöhnen irgendwie. Und ich bin jetzt inzwischen auch nicht mehr so, dass ich das automatisch sage, weil wenn du es so lange, monatelang nicht mehr gesagt hast, weil du irgendwo bist, wo es keiner versteht, dann und ich sage jetzt auch immer guten Tag und ich habe manchmal sogar den Eindruck jetzt in Wien, dass die Leute dann ein bisschen verwirrt sind, weil sie ja guten Tag nicht gewöhnt sind. Kommt mir das bloß so vor oder kannst du es sagen? Nein, das kann durchaus möglich sein. Bei uns denke ich, dass du ein Deutsch bist sozusagen oder hier auffällig guten Tag sagst. Und das mit dem Berlin und dem Grüß Gott, das kann ich bestätigen, weil ich bin ja regelmäßig in Berlin, relativ so einmal pro Jahr. Und wenn man dort eben als Österreicher auftritt und dann noch ein Grüß Gott grüßt, dann ist man mal Bayer. So der erste Gedanke. Okay. Also da ist es mir auch so extrem aufgefallen. Und mir liegt es halt einfach an immer. Ich gehe halt wo rein und mein erster Gedanke ist nicht Grüß Gott, sondern mein erster Gedanke ist halt guten Tag. Und dann ist so. Ja, aber ich werde sowieso immer da gefragt, wo ich herkomme, weil aus Österreich bin ich offensichtlich nicht. Aber da können sie es immer nicht einordnen. Die österreichische Variante wäre Grüßi zu sagen. Du lässt einfach das Grüß Gott weg und sagst Grüßi. Grüßi, ja, genau. Ja, das sollte Grüß mich vielleicht mal umgewöhnen, weil dann irritiert das vielleicht nicht mehr ganz. Grüß so. Ernen, das ist auch schon. Grüß Ernen. Sie ist auch wieder so eine Schiene zum Grüß Sie. Ernen, stimmt, das hat mein Opa immer gesagt. Ja. Grüß du. Bin aber wegen Grüßi auch schon behindert worden. Echt? Ja, passiert auch. Also das dürfte nicht sehr verbreitet sein oder nicht überall verbreitet sein. Also das ist so ein SPÖ-Kontext. Also so wenn du Grüß Gott sagst und dann absichtlich nicht Grüß Gott sagst, um zu zeigen, dass du von der roten Reichhälfte bist und nicht von der schwarzen, die alle Grüß Gott sagen. Also, aber ich glaube, das geht noch zurück auf 1934. Okay. Ich muss jetzt dazu sagen, von jüngeren Leuten habe ich auch schon öfter einen guten Tag, also ein österreichisches guten Tag erlebt. Ich glaube, das ist auch nicht mehr so... Yep. Insbesondere Leute, die darauf Wert legen, was sie genau sagen. Da kommt es immer mehr, dass man guten Tag hört und nicht Grüß Gott. Absolut. Ja, wie sind wir jetzt eigentlich drauf gekommen eigentlich, oder? Eigentlich waren wir auf der Tanja-Podcast ursprünglich, oder? Ja, Robert, erzähl mal, was für Podcast machst du gerade zur Zeit? Wie lange bist du schon dabei, überhaupt zu casten? Ich habe angefangen... Haben wir auch dich ordentlich vorgestellt, du bist der Daniel Messner, nicht nur der Daniel, sonst kriegt das ja keiner mit. Ja, stimmt, aber es steht in den Shownotes insofern. Ah, ja. Und gleich. Okay. Ich habe 2010 angefangen mit einem Podcast, der heißt Stimmen der Kulturwissenschaften. Da habe ich... Also ich war zu dem Zeitpunkt an der Uni und habe dort meine Diss gemacht und habe einfach Kollegen und Kolleginnen befragt, die zu historischen Themen gearbeitet haben. Mhm. Und irgendwie bin ich da ins Podcasten so reingerutscht. Also ich habe vorher schon lange gehört und dachte mir irgendwann, so was sind die Themen, wo ich mal einen Podcast machen könnte. Und mittlerweile habe ich dann halt noch so andere Podcast-Projekte. Es ist ja meistens so, dass wenn man einen Podcast startet, dass dann der Trend zum zweiten und dritten Podcast geht. Ja, genau. Und, weil man dann auch irgendwie mit noch andere Themen gerne abdecken will oder so. Und bei mir war es dann so, dass ich irgendwann mich fürs Programmieren begeistert habe und dann einen Podcast gestartet habe, der heißt Coding History, wo ich mich so ein bisschen mit der Geschichte des Programmierens auseinandergesetzt habe, wie ich zugeben muss, nicht sogar, dass es gut funktioniert hat, aber das ist, glaube ich, ein anderes Thema. Der Podcast, wo ich momentan am meisten Zeit investiere und am aktivsten bin, heißt Zeitsprung.
wo ich mit einem Mann in einem Historiker so eine Viertelstunde, 20 Minuten über ja, einen spannenden historischen Fakt oder ein Ereignis oder eine Anekdote spreche und wir erzählen uns die gegenseitig. Ja, Stefan hat schon zweimal berichtet darüber, begeistert über den Zeitsprung. Ja, Stefan hat schon für das erste Erraten gesorgt. Gleich eingemischt, dass die Zeit verändert hast. Nicht gemeint. Ja, nicht speaking. Mach ich gern. Auf irgendwelchen Kleinigkeiten rumreiten, wenn man nichts Relevantes beitragen kann, was bleibt dann überall? Ja, ich finde einfach, Podcasten ist ein geniales, eine geniale Form der Kommunikation und insofern, das macht mir halt wesentlich viel Spaß. Und gleichzeitig, ich bin halt auch, dadurch, dass ich jetzt so im historischen Kontext und in der Uni unterwegs bin, auch überzeugt davon, dass es ein super Tool ist zur Wissenschaftskommunikation, weil man damit einfach Wissen vermitteln kann und es auf eine irrsinnig schöne und sympathische Weise tun kann. Kann, nicht kann. Muss. Nee, kann. Aber finde ich ja gerade dadurch, dass du halt keine Zeitbegrenzung hast, ich bin ja trotzdem, ich bin ja insofern schizophren, ich mag so sehr gerne zeitbegrenzte und sehr stark formatierte Podcasts, aber ich mag auch, wenn es ausfranst. Also ich höre beides gern. Und gerade so bei wissenschaftlichen Geschichten habe ich es gerne, wenn das auch so ein bisschen vor sich hinläuft irgendwie. Also damit man so richtig reinkommt ins Thema. Dann gibt es für den Zeitsprung jetzt schon Podcast-Teaser. Wir haben einen aufgenommen, den muss ich noch schneiden und dann. Okay, also werden wir vielleicht in diesen schon einbauen können, deine Teaser. Eventuell erst zum nächsten. Okay. Müssen wir mal noch gucken. Und hast du neue Projekte auch oder bist du jetzt mal zufrieden mit deinem Portfolio? Also was die Podcasts betrifft, bin ich zufrieden momentan. Vor allen Dingen mit Zeitsprung, weil ich endlich mal ein Format gefunden habe, das mir mehr Spaß macht als die reine Interview-Podcast-Schiene. Mhm. Die zwar super ist, aber ich denke, es ist irgendwie an der Zeit, dass man das mal aufbricht und mehr Formate testet und probiert. Dafür fehlt mir allerdings die Zeit, um echt so ein Reportage-Format oder so mal zu machen. Das ist wirklich aufwendig, ja. Genau. Insofern bin ich mal ganz. Du recherchierst da ja auch vor jedem Podcast, also du bereitest das sozusagen vor. Genau, das ist eine vorbereitete Geschichte. Aber das ist auch vom Zeitaufwand her okay, weil wenn man so eine Viertelstunde eine Geschichte erzählt und wir teilen uns das ja auch zu zweit, das heißt, ich habe zwei Geschichten im Monat zu recherchieren, das ist vom Aufwand her okay. Aber kann man das so vergleichen, wie wenn du jetzt ein Referat halten müsstest oder einen Vortrag, also von der Vorbereitung und dass du das gliederst und so, gerade dass du nicht Folien machst, sondern genau. Das genau, also du überlegst da, wann du was sagst. Genau. Das ist nicht wie die Biertaucher, aber nüchtern her und das dann so herumquasseln. Ich glaube, wir sind schon noch ein bisschen am Testen, was so auch die Interaktion betrifft, weil wir wollen natürlich auch das Ganze als Gespräch haben, aber oft ist es so, dass man die Story schon von dem Bogen her so vorbereitet hat, dass man eigentlich nicht will, dass der andere schon ist. Während der Sendung Spoiler-Gefahr. Genau. Geschichten. Und gleichzeitig ist es auch so, dass man ja gewisse Fakten zwar weiß, aber vielleicht nicht unbedingt in die Tiefe recherchiert hat. Und wenn genau an den Punkt der andere nachfragt, sagt, muss man dann sagen, ja, keine Ahnung, müssen wir schon nachschauen oder so. Das ist dann auch irgendwie. Also insofern, ich glaube, wir sind ja noch ein bisschen am Testen, welches Format da ganz gut passen würde und wie man das von der Dynamik her schön umsetzen kann. Ja. Nimmst du eigentlich so wirklich in einem Studio oder in einem Raum, der dafür gebaut oder eingerichtet ist, auf? Ja. Nee, wir sitzen bei Richard in der Küche. Okay. Und drehen den Kühlschrank ab. Und das zweite große Problem ist die Lüftung im Klo. Die läuft nämlich immer so eine Viertelstunde, wenn es mal angelaufen ist. Das heißt, man darf in der Zeit nicht aufs Klo gehen. Oder nur mit Licht, das muss ich genau mit Taschenlampe. Ihr habt aber echt eine coole Akustik, also das kommt sehr profimäßig. Ja, das drüber. Ist so eine Nische, das ist ganz gut. Cool. Ist nicht so grob. Ist, ja. Und die Stimme der Kulturwissenschaften habe ich immer aufgenommen in der Bibliothek der Uni, weil da habe ich hatte ja Zugang und ich habe einfach gewartet, bis die Bibliothek geschlossen hat und dann habe ich meine Gäste dazu geholt. Und das war genial, weil die Bücher einfach eine super Akustik gemacht haben. Also das ist praktisch ein Uniraum komplett für dich gehabt. Genau. Mit deiner Tätigkeiten dort? Ich hatte einfach den Schlüssel zur Bibliothek, weil dort auch daneben mein Arbeitsplatz war. Und insofern konnte ich das gut nutzen. Aber ich habe nie um Erlaubnis gefragt. Das ist aber auch schon zu schade. Wie haben die jetzt Anrechte auf deine Podcasts? Demnächst kommt die Kündigung.
Nee, das ist jetzt schon durch. Also ich bin schon beim Rangers. Ja, und auch wenn es ein bisschen zu hausmeisterig ist, aber so rein technisch, hast du alle deine Podcasts jetzt in einem CMS-System drinnen oder hast du da verschiedene Webseiten für deine verschiedenen Projekte? Ich habe jeweils eine Webseite, auf der WordPress läuft und mit dem Podlove Publisher. Ah, nice. Mit dem Plugin mache ich das und die Files sind gehostet, das ist vielleicht auch interessant für alle, die mal einen Podcast starten wollen, bei Podseed. Okay. Podseed ist ein Dienst, der auch aus diesem Sendegate-Universum kommt. Und die haben sich einfach mal gesagt, wir wollen ein CDN bauen, das einfach stabil ist und wo wir auch mal Spitzen abfangen können. Und die Files sind gehostet, ich glaube, bei irgendeiner Uni, ich bin mir nicht sicher, Duisburg, Essen, irgendwas in der Gegend. Die hosten das und die haben mittlerweile sehr viele Podcaster und auch sehr viele mit einer hohen Reichweite. Also das Soziopod hostet dort, Methodisch Inkorrekt hostet dort. Also man sieht, die können einiges an Daten irgendwie rausschieben in relativ kurzer Zeit. Und die kosten momentan noch nichts. Das heißt, wenn jemand einen Podcast hosten will und die Files günstig abladen mit, aber gleichzeitig Garantie, dass sie auch wirklich ausgeliefert werden, dann ist Podseed eine super Alternative. Ja, ist das Torrent-basiert wegen dem Seed, frage ich? Ist das ich glaube nicht, aber technisch würde auch nicht funktionieren. Aber es hat doch schon mal so eine Bewegung gegeben, oder? Mhm. Das hat schon mal aus dem Podlove-Side-Projekt. Ja, heißt das, das gibt es immer noch. Ja. Genau. Also, es gab solche Bemühungen. Mhm. Tja. Mal für die Pause. Nein, ich war jetzt, wo Sie angefangen habt mit dem technischen und Hausmeisterigen, war ich gerade in Gedanken, weil ich habe ja jetzt eine neue Wohnung und bin gerade im Umziehen, war ich gedanklich, wo richte ich mir jetzt am besten meine Podcast-Ecke ein und wie mache ich das, weil deswegen konnte ich jetzt gerade nicht sprechen, sondern etwas abwesend. Ja. Da gab es ja nicht diesen, gibt es noch, Schlaflos in München von der Anneke? Nee, Anne Krums. Anne Krums, genau. Nee, macht sie nicht mal. Da gab es doch immer die Legende, dass die nämlich die ersten Folgen noch in ihrem Kleiderschrank aufgenommen hat. Ja, das war aber gar keine Legende. Ich war tatsächlich mal auf einem Workshop bei ihr, ein Radiokollege hat den Workshop irgendwie organisiert und die hatte einen begehbaren Kleiderschrank und hat da ernsthaft drin sich eine Ecke eingerichtet gehabt. Ja, warum nicht? Was klären und denn? Ja. Und ich bin jetzt auch gerade so am Überlegen, also ich habe keinen richtigen Kleiderschrank, weil irgendwie ich habe nicht so viel Klamotten, aber ich habe so ein Kleiderregal, was ich aufbauen werde und jetzt bin ich dann auch gerade am Überlegen, ob ich nicht davor mir einen Tisch aufbauen werde, wo ich dann quasi so in die Klamotten reinrede oder so. Weil ich glaube, das dämpft nämlich auch ganz gut. Aber weiß ich noch nicht. Also die Anni Gruppens ist da schon Inspiration für meine neue Wohnungseinrichtung. Das ist Schrankgespräche. Schrankgespräche. Das ist sehr schön, ja. Aber gibt es, glaube ich, sicherlich schon. Gibt's schon. Ich weiß nicht. Schrank. Ach. Ja, hier ist gerade der Fernseher an und das Witzige ist, dass von Thun lächelt mich an. Ein Schauspieler, der in einem Film vorkommt, über den ich gleich reden wollte. Ah, Friedrich von Thun spielt hier dann. Also der dort vorträgt. Mhm. Okay, ja, dann ist er das. Sehr witzig. The Voice. Der hat auch sehr viele Dokus gesprochen. Daniel, möchtest du was sagen über das nächste Podcaster-Treffen oder beziehungsweise über das letzte vielleicht? Weil wir haben zwar darüber geredet, aber nicht deinen Input. Na stimmt, ich hab auch eure Folgen gehört, wo ihr das Podcast mit mir besprochen habt. Ich denke, ihr habt alles Wichtige gesagt. Also wie fühlt man sich als erfolgreicher Podcast-Meeting-Organisator? Naja, wir sind wirklich überrascht gewesen, dass so viele Leute kamen, dass es so gut funktioniert hat. Und das ist wirklich großartig, also super. Was wir von der Organisation her gemerkt haben, wir hatten zu viele Vorträge und zu viel Input. Also ich glaube, das kann man auf jeden Fall deutlich kürzen, wenn man da sagt, man nimmt auf jeden Fall nur einen größeren, längeren Vortrag und macht dann noch 3-4 Lightning Talks, dann reicht das wahrscheinlich völlig aus. Man muss die Leute auch Zeit haben, miteinander zu quatschen. Genau. Insofern macht das auch ein bisschen die Organisation leichter, weil man nicht mehr so viele Themen suchen muss. Mhm. Also das ist auch jetzt der Aufruf, wenn wer Themen hat, die er oder sie gerne besprochen haben will, ist jetzt der Zeitpunkt, die Themen zu nennen.
Und weißt, kannst du schon was sagen über Ort und Zeit vom nächsten Treffen? Es wird wieder um 19 Uhr im MetaLab stattfinden, und zwar am 8. April 2016. Das ist kein Samstag, das ist diesmal ein Freitag. Okay. Mal die Idee, die Leute abzuholen, die bis jetzt gesagt haben, dass sie am Samstag immer familiäre Verpflichtungen haben. Mhm. Und jetzt mal der Versuch am Freitag, deshalb Freitag, weil die Melanie, die Melanie Bartos, die das mit mir organisiert, aus Innsbruck anreist. Und das heißt, wir müssen schon immer einen Termin nehmen, wo sie auch gut mit dem Zug dann nach Wien fahren kann. Ja. Wobei ich gelernt habe, das fand ich völlig überraschend, dass sie nur noch 3,5 Stunden oder so fährt von Innsbruck nach Wien. Was? Aha. Der neue Raidshed fährt anscheinend relativ fix durch. Na bitte, ein Reisetipp. Innsbruck. In Innsbruck 3,5 Stunden. Ich hoffe, das stimmt jetzt auch, aber ich glaube ja. Sehr schnell. Kommt mal ein bisschen zu schnell vor, aber es ist viel schneller geworden mit Railjet. Nein, der Railjet hält ja auch wirklich so gut wie nie. Also zwischen Wien und München hat er, glaube ich, nur 2 oder 3 Stops. Das ist nichts gegenüber dem ICE, der ja auch nicht überall hält und dann, glaube ich, bis Salzburg 5 oder 6 Halte hat. Ich bin gerade ein wenig irritiert, weil ich da, was ist Wien und München, sind ja nur 4 Stunden. Und ich dachte immer, von München nach Innsbruck ist... Das liegt ja nicht in der Mitte, das ist ja, ein Dreieck. Ja, trotzdem. Nein, das, die Logik ist jetzt Themawechsel. Wenn wir über Melanie Bartosch, da kann man ja gleich ihren Podcast auch erwähnen, Zeit für Wissenschaft, habe ich schon 1-2 Mal besprochen, auch wunderbar zu hören. Eine absolute Empfehlung. Und dann mache ich den weiteren Sprung, weil ich habe die Melanie Bartosch getroffen auf der letzten Republika. Und ich habe dieses Jahr, also ich bin eigentlich die letzten Jahre immer auf die Republika gefahren, und dieses Jahr war so, ich weiß nicht, Zeit und Geld und überhaupt. Aber ich glaube, vorgestern oder vorvorgestern war es soweit, ich habe mir die Karten gecheckt. Das heißt, ich bin fix bei der Ding und ich freue mich besonders. Ist das, glaube ich, die 10. Republika, die stattfindet, und ja... Ist für mich ist das immer schön dort gewesen bis jetzt. Wird auch erpicken dann verbieten dort. Muss ich das wirklich so machen? Ich bin nicht so, naja. Da muss ich ja gleich einhaken. Ehrlich, ich war nämlich auf der letzten, die letzte Republika fand ich anstrengend, weil da war ja noch parallel so eine Veranstaltung. Stimmt, ja. Und die kam mir so Werbedingens verkaufsmäßig vor. Und das fand ich so stressig, dass ich mir gedacht habe, ach, ich weiß gar nicht, ob ich glaube, ich mag das ja nicht. Wobei ich bin auf anderen Veranstaltungen nur, also das. Aber du hast recht, das sind ja gleichzeitig auch irgendwie so diese Medientracks und diese Sachen. Kann einen nerven, verstehe ich auch, aber es gibt einfach so ein reichhaltiges Programm, da muss ich echt die guten Sachen rauspicken, und dann fand ich es immer noch, also immer noch lohnend von den Vorträgen her. Ja, das ist wieder, ich bin da auch so hin und her gerissen, weil ich habe letztes Mal, was habe ich denn gehört? Nein, Quarterly, wie heißt er denn, Erik Jaruzinski, dann. Das heißt nichts, ich kenne nicht. Ja, ich war jetzt gerade so froh, dass Sie den Namen irgendwie rausgekriegt haben. Der ist eigentlich hatte Philosophieprofessor und kam dann irgendwie über Philosophieprofessor sein und die Uni auf Twitter und macht jetzt so, ist quasi so Twitter-berühmt halt eigentlich. Ah. Und hat eben dieses alter Ego, nein, Quarterly, der quasi immer alles verneint, negativ philosophisch zerpflückt und sehr schön. Der hat einen wunderbaren, trockenen, schwarzen Humor, der hat einen Vortrag gehalten, fand ich ganz toll. Mhm. Und den deutschen Astronauten, den Astro Alex, von dem den Vortrag habe ich erzählt. Der war auch phänomenal. Also der hat ein Charisma, das ist der Wahnsinn, der Mann. Und so, also es sind tatsächlich, die haben tolle Leute da, aber die Veranstaltung, also diese Rahmenbedingungen und diese andere Veranstaltungen, dass sich das so vermischt hat, das fand ich echt stressig. Das war dann viel los, das stimmt schon. Gibt diesmal einen Talk eingereicht. Wirklich? Ja, dem Nicolas Well vom Methodisch Inkorrekt. Ah. Wir hoffen, dass er genommen wird. Es geht um Podcasten. Ich wüsste es noch gar nicht, ob das genommen wird. Nee, die Einreichung war, glaube ich, bis 10. Jänner, und sie haben bis jetzt noch nicht Bescheid gegeben, welche Talks genommen werden und welche nicht. Ja, dann drücken wir die Daumen auf jeden Fall. Apropos Einreichen und Termine, uns kann man ja treffen, also den Daniel und mich auf jeden Fall kann man treffen beim Easter Hack. Und da gibt es auch einen Termineinreichschluss, habe ich
gestern oder heute gehört, 1. März oder 2. März. Oder 1. März, ja. Also wer dann noch was einreichen will, dann muss man auch schon zusehen, dass das weitergeht. Noch einen Termin hätte ich, Krypto-Party, die nächste findet am 29.02. statt. Wer sich über Verschlüsselung von E-Mails, Chat und Ähnlichem schlau machen will, 29.02., das ist der Montag, 19 Uhr im Raum D im Museumsquartier, habe ich auch wieder mal vor hinzuschauen. Das ist immer ganz nett, ist diese Krypto-Partys, die sind vom organisiert vom McLemmon, den wir auch schon ein paar Mal erwähnt haben, da. Zwei Podcasts hätte ich noch, die ich in der letzten Woche aufgegabelt habe für mich. Einen haben wir kurz vorher besprochen, den Pi-Podcast über Raspberry Pis. Oh, cool. Da gibt es mittlerweile 15 Folgen. Ist immer nur so eine halbe Stunde, also nicht allzu lang, aber recht nett. Die machen es, glaube ich, alle zwei Wochen. Und dann habe ich mich jetzt auch ein bisschen reingehört in die Linux Voice Truppe, von denen du ja erzählt hast. Die machen, glaube ich, einmal im Monat einen Podcast, wenn ich mich richtig erinnere. Auch recht nett anzuhören, auch so eher Plauderniveau, wie wir das hier machen. Also relativ locker, dauert ein bisschen länger, so zwischen dreiviertel Stunde und Stunde, aber sehr locker zuzuhören. Sie referenzieren ihren Podcast auch immer wieder in ihrer Zeitschrift. Ja, und umgekehrt, ja, in jede Richtung. Und dann noch eine Geschichte zum Thema Podcasting. Ich verwende als Podcatcher, also das ist die Applikation, mit der ich die Podcasts herunterlade, den Beyond Pod auf Android. Und der hat ein nettes Feature, das ich die Woche verwendet habe. Ich knirsche mich wieder um meine Überleitung. Nämlich, dort kann man nicht nur Dateien, die man von einem RSS-Feed runtergeladen hat, anhören und verwalten da drinnen, sondern auch einfach Folder, wo man MP3-Files selber reinlädt. Also man kann ein das ist einfach mit der Hand sozusagen dort Files reinschieben und er interpretiert das dann als einen Feed und den kann man dann genauso integrieren in die Playlist und sich damit anhören, was man gerade so in die Applikation reinschiebt. Das wäre jetzt für mich ein Argument, mir doch mal wieder den BeyondPod zu installieren. Ich habe immer gekämpft, dass ich den einhändig so schlecht bedienen kann. Ich habe aber relativ kleine Hände und deswegen bin ich dann wieder zu Podkicker zurück. Der BeyondPod aufgeregt hat. Aber der Podkicker, der ist ganz nett, aber der hat so ein paar Macken, die mir eigentlich aufregen. Und dann probiere ich es wieder mit BeyondPod und dann wieder nicht mehr. Also der Podkicker könnte sowas nicht und der ich verwende den BeyondPod jetzt, glaube ich, schon 8 Jahre oder so. Ich habe mir auch die Kaufversion zugelegt, die nicht viel mehr kann als die andere. Das war hauptsächlich, um es zu würdigen, weil ich das Programm gut finde. Und sie entwickeln es, oder derjenige entwickelt, glaube ich, es ist nur ein Entwickler, entwickelt es unheimlich weiter. Also es ist wahnsinnig customized. Also ich habe es nicht auch. Entschuldige, ich wollte nicht dazwischen kommen. Ich finde es jetzt auch von, also was es kann, was es tut und so, es ist nicht überladen und es ist übersichtlich und es ist super in der Funktionalität. Das Einzige ist, dass ich es nicht im Gegensatz zum Podkicker einfach nicht mit einer Hand bedienen kann, was mir dann immer wieder aufregt. Was für mich beim Suchen am Anfang ein Killerkriterium war, da sind viele damit rausgeflogen. Wenn ich eine Episode fertig gehört habe, möchte ich, dass die automatisch gelöscht wird. Sie soll gekennzeichnet sein als gehört und ich möchte nie wieder was von ihr hören. Ich kann eh im Feed zurückgehen, wenn ich will. Also ich kann dann dort eh wieder nachschauen und es explizit aufrufen. Aber im Großen und Ganzen passiert das sehr selten. Wenn ich fertig bin mit der Episode, dann soll sie aus meiner Vergangenheit verschwinden. Und das haben viele Applikationen damals nicht gescheit gemacht. Und der macht es ganz gut. Und jetzt schwenke ich noch über zu dem, was ich mal angehört habe. Damit habe ich das Ding gleich getestet in ein bisschen ungewöhnliche Dimension, was Podcasts angeht. Ich habe mal angehört als Audiobook 1984. Das Ding hat so ein bisschen über 9,5 Stunden. Das hat er auch ganz brav geschluckt. Also das war ein bisschen über 500 MB MP3-File. Und er kommt dann auch noch mit dem Vor- und Zurückscrobbeln und so im File auch noch halbwegs gut klar. Manchmal ist er 10 Sekunden daneben und so, da kriegt man dann mit, also wenn man fortsetzt, springt er statt 5 Sekunden zurück, was er eigentlich tun sollte, nicht 5, sondern 30 zurück. Aber über so Kleinigkeiten kann er dann bei einem File von 500 MB, glaube ich, hinwegsehen. Und das ist eine Lese- und oder Hörempfehlung von mir. Ich habe das 1984 das letzte Mal, glaube ich, in der Schulzeit gelesen und jetzt habe ich mir gedacht, es ist irgendwie wieder mal Zeit, die Realität abzugleichen, einerseits mit meinen Erinnerungen daran und einerseits mit den Dystopien aus dem 1984, wie viel denn davon eingetroffen ist oder nicht eingetroffen ist. Und ich fand es sehr interessant und kann es nur empfehlen, jeder, der es nicht in Erinnerung hat oder jeder, der es nicht in Erinnerung hat, was da so drinnen vorkommt, unbedingt anhören. Es ist ein großartiges Buch. Was mich am meisten eigentlich beeindruckt hat,
war die Sprache, mit der geschrieben worden ist. Ich habe von den 9,5 Stunden fast eine Stunde gebraucht, um wieder reinzukommen, nämlich um mich wieder an tiefe Sprache zu gewöhnen. Alles, was wir mittlerweile hören, ist so flach und so einfach. Und ich war verblüfft, dass man 1948 eigentlich viel mehr, da ist das Buch geschrieben worden, das 1984, das ist dieser Zahlendreher, den er da gemacht hat, also 1948 eine viel ausgefeiltere Sprache verwendet hat, als man es jetzt tut. Und das hat mich sehr verblüfft. Also das auf Deutsch oder auf Englisch? Auf Englisch. Das hat, die Sprache, die hat man auch damals noch, hat man auch damals ziemlich einfach verwendet. Nur in der Schriftstellerei gibt es halt sehr gravierende Unterschiede. Es gibt auch heute so triviale Romane wie 50 Shades of Grey. Mhm. Oder es gibt auch Literatur, die wesentlich komplexer ist, also die vielleicht nicht ganz einfach aus. Zeitliche Unterschiede machen. Ich kann mich immer, also mit Freude und Schrecken erinnere ich mich an einen Umberto Eco, das von Kulture Bendel, das ich mir angehört habe. Sehr gut, ja, aber du bist so alle 20 Minuten oder so mal am Zurückspulen oder so, um zu sehen, wo ist der Satz noch, bin ich noch dabei oder jetzt auf einmal Tempelritter, okay, aber was war da? Also das ist so irgendwie so schwierig. Also zum allein, da tue ich es mir halt mit der Tätigkeit des Lesens deutlich einfacher, als die Konzentration zu halten beim Hören. Ja, und dazu sagen, Umberto Eco ist gerade gestorben. Wirklich? Ja, gestern, glaube ich, oder? Ja. Oh. Ja, großer Schriftsteller wieder. Davor gestern, letzten Tage, ne? Aber der Eco hat auch absichtlich so verdichtet geschrieben und fürs Lesen geschrieben. Ich kann ihn auch nur mit Vor- und Zurückblättern lesen, weil er dann so verschachtelte Sätze hat. Das war ein bisschen ein Downer jetzt mit dem Umberto Eco. Wie bringe ich mich da? Ich wollte eigentlich vorher noch was zum Beyondbot anmerken, auch wenn es jetzt ein bisschen ein krasser Schnitt ist noch. Meine 2 Cents dazu. Ich glaube, seit diesem Redesign, diesem Material Design, ist es ein bisschen verwirrend in der Bedienung. Ich tue mir manchmal schwer, aus welcher Seite kann ich die Menüs rausziehen? Und wenn ich es zum Beispiel quer benutze, irgendwie kann, dann habe ich oft den Home-Button, der sich aktiviert, statt dieses Menü zu aktivieren. Das Zweite, warum ich ihn benutzt habe, warum ich immer wieder zurückgekehrt bin zu Wien, ist das Feature der Smart Playlists. Und ich habe einen Antenna-Pod jetzt ausprobiert, der hat das nicht gehabt. Und das, ich brauche das einfach, es ist mein Setting. Also während ich dann auch schlafe, also so 7.50 Uhr springt mein Podcatcher an und holt sich alle Feeds herunter und dann wird es in der richtigen Reihenfolge gereiht. Und das ist dann halt immer in Ö1 halt so Digital Leben, die Journale, Kultur und was ist noch? Leporello, und dann bin ich mal eingeeicht auf den Tag und dann Kaffee und ab in die Arbeit. Und das geht mir oft ab bei den Podcatchern. Du konzipierst dir damit deinen Radiowecker mitsamt Morning Show, wenn man es so will. Ja, also es geht dann eigentlich viel, also man kann es dann in so Kategorien und Zweitkategorien einteilen und dann sage ich, okay, dann möchte ich als nächstes meine Kino-Podcasts, oder wenn mir ein Podcast ist, der rutscht mir noch zwischen die Ö1-Folgen rein, das ist der Insert Moin, das ist einfach so ein Spiele-Podcast, der täglich rauskommt, und den habe ich mir einfach ganz hochgereiht. Das ist übrigens der Grund, warum ich den Antenna-Pod am liebsten mag, weil er nicht mit vielen Listen rumspielt, sondern er hat einfach meine, alle, die runtergeladen sind, sind in der Reihenfolge in meiner Playlist, und ich will die quasi gar nicht anders manipuliert haben, sondern insofern ist Antenna-Pod da meine erste Wahl, aber das ist natürlich auch persönlich Vorliebe. Ja, klar. Das ist genau der andere Ansatz. Aber es ist auch interessant, ich bin zum ersten Mal in einem Podcast mit 5 anderen Podcastern und es liegt kein einziges iOS-Gerät am Tisch. Kein einziges. Kein was? Kein einziges iOS-Gerät. Was ist das? Aber es kommt schon vor. Also wenn der Rob beispielsweise da ist oder andere Gäste. Der Gregor hat schon auch mal hier. Theaterpädagogen. Ja, Träger, stimmt natürlich. Da hatte sogar drin, da durfte ich 3D touchen auf seiner Smartwatch. Das war super, sehr beeindruckend. Das wünsche ich mir auch auf seine Weise. Ich habe so diverse Kleinmeldungen, die würde ich gerne am Blog haben. Ja, mach das mal. Darf ich das, weil ich vergesse es sonst tot sicher. Und zwar, was ich gesammelt habe im Laufe der Woche, eine Hoax Map. Und zwar werden da verortet
einfach so Facebook-Gerüchte, meistens Hoax, also Geschichten, welcher Flüchtling wo kleine Kinder gegessen hat und diverse Schauergeschichten und das halt geografisch zugeordnet. Also Österreich ist auch drin, man sieht dann, in welcher Region halt erwiesenermaßen falsche Geschichten zuerst entstanden sind. Geschrieben von einer Entwicklerin der Software. War gestern im Interview. Ah, in Ö1 oder? Nein, im Fernsehen. Im Fernsehen, oh, cool. Ja. Sender weiß ich nicht mehr, aber... Ja. Aber ich finde eine extrem schöne Visualisierung und auch was sehr Nützliches irgendwie und interessant. Ja, dann habe ich zwei Spiele-News, nur kurz, also zwei. Ich suche immer wieder Engines, mit denen man Spiele programmieren kann, die noch dazu free und open source sind. Und derzeit gibt es Godot, nämlich in Version 2. Das ist eine südamerikanische Engine, die kann sowohl 2D- als auch 3D-Spiele. Mhm. Und du hast so einen Szenenbaukasten sozusagen, also ein ziemlich großes Ding. Und das andere ist G-Develop. Ich habe noch nicht ganz rausgekriegt, was es macht, aber es deployt sowohl ins Web als auch in Linux und Windows und ist so ein bisschen wie Scratch aufgebaut. Also du kannst zwar nicht so Bausteine zusammenklicken, aber du hast so sehr viele Symbole und auch einen grafischen Editor und ist halt für 2D-Spiele gedacht. Also du klickst so 2D-Sprites herum und Französisch, also sehr viel von den Beispielen haben noch so französische Kommentare drinnen und der Code, der dann entsteht, wird dann kompiliert, aber der war ziemlich im Klartext lesbar. Also wenn x größer als 5 ist, zerstöre dieses Sprite. Also so auf menschliche Sprache, dass es gut lesbar ist. Also ich habe noch nicht mehr geschafft, als ein kleines Tutorial laufen zu lassen, aber wir haben gedacht, und die Seite wurde vom Stallmann referenziert. Okay, und dann habe ich noch gefunden bei Reddit, es gibt einen Typen, der hat urviel freie Musik speziell für Spieler bereitgestellt, also für Game-Entwickler, und zwar unter ourmusicbox.com. Und das Schöne ist, er hat alle seine Musik unter Creative Commons BY, also CC BY lizenziert. Also man muss nichts anderes machen, als einen Hinweis auf die Originalseite von ihm geben, was bei Musik recht selten ist. Die meisten haben da Lizenzen, mit denen man nicht so viel anfangen kann. Und er hat sogar noch ein Angebot, also wenn die Lizenz noch zu kompliziert ist, kann man für einen geringen Betrag die vollen Rechte kaufen an seiner Musik. Also ourmusicbox.com. Mhm. So viel zu meinen On-Blog-Kurznachrichten. Du hast oben noch die Programmierwettbewerbe gehabt. War das von dir? Nein? Ja, aber habe ich verpennt. Okay. Ja, nachdem der Dennis jetzt mir das Mikro, das Aufnahmegerät quasi direkt vor die Nase geplatziert hat, ja, hier, dann stelle ich jetzt endlich mal meinen YouTube-Kanal, nein, nicht meinen YouTube-Kanal, aber den YouTube-Kanal, danke, ich kann ja so richtig reinreden hier, vor der mir neulich, den habe nicht ich entdeckt, den hat jemand anders entdeckt und empfohlen. Der heißt Neuro Wonderful, also Neuro Wundervoll, und es ist eine Autistin, die Fragen zu Autismus beantwortet, was ich total super finde, weil ja oft das muss man jetzt mal dazu sagen, eine der Fragen, die sie beantwortet, ist Autismus eine Behinderung? Und sie sagt, ja, in gewisser Weise ist es eine Behinderung. Also, und es ist ja sehr oft bei behinderten Menschen, dass andere Nichtbehinderte sich berufen fühlen, irgendwas zu erklären, während die Leute, die selber betroffen sind, das irgendwie da nicht zu Wort kommen oder untergehen. Und das finde ich sehr cool, weil diese Frau, die heißt Amy Thest Schaber, beziehungsweise diese Frau muss man auch nochmal ein bisschen ausholen, aber sie beantwortet Fragen zu Autismus und allem drumherum, und sie ist auch noch mehrfach behindert, also sie sitzt im Rollstuhl, ich weiß jetzt nicht, ob sie gar nicht gehen kann oder so, ich habe noch längst nicht alle dieser Videos gesehen. Sie erklärt sehr viel zu Behinderung, zu Anderssein, zu Aktionismus, und das auf eine unglaublich sympathische und sehr verständliche Art. Also sie hat irgendwelche neurologischen Phänomene erklärt, sie ganz komplexe Geschichten auf eine sehr einfache Art, wo man sich dann denkt, ach so, ah ja, okay, verstehe. Also sie kann zum Beispiel keine Gesichter erkennen, diese Unfähigkeit, Gesichter zu erkennen, dass das was anderes ist, als sich Gesichter zu merken, und warum das was anderes ist und wie das für sie ist und was sie dann macht und so, erklärt sie super. Das Einzige ist, es ist ein englischsprachiger Kanal.
Sie spricht aber sehr, sehr deutlich, sehr klar. Und ja, ich finde es schön. Also das ist was zum immer mal wieder reinschauen und sich immer mal wieder irgendwie einen Film anschauen. Die gehen so um die 10 Minuten, so 8 bis 12 Minuten. Immer kurze Episoden, immer auf einen Schwerpunkt fixiert. Ja, und ein super sympathischer Mensch. Ich sage jetzt deswegen sie, weil sie sagt, auf ihrem Twitter-Kanal sagt sie, sie ist intersexuell, aber ich empfinde es jetzt als, sie gibt sich als weiblich, also deswegen sage ich jetzt sie. Mhm. Genau. Amethyst, also nicht wie Amethyst, sondern wie also Y und das E vertauscht. Mythest mit THEST. Aber das ist, glaube ich, eine Sache für die Shownotes, dass ich das dann da reinschreiben werde, weil das ist jetzt, meine englische Aussprache ist, glaube ich, nicht so gut. Ich meine, wir haben über diesen YouTube-Kanal schon von der Honda erzählt bekommen, aber ich bin mir da nicht sicher, ob das ist, aber es kommt mir jetzt so bekannt vor. Oh, ja, dann super. In den Shownotes. Und an dieser Stelle vielen Dank an Stefan und Anna, die mir großartig geholfen haben bei den Shownotes. Ich hätte sonst nichts sagen wieder danke. Und tut mir leid, dass das alles so lange gedauert hat. Ich war krank ein bisschen sonst. Also der Podcast ist erst wirklich gestern oder heute total in Ordnung fertig gewesen. Ach, dann habe ich gar nicht irgendwie schief geschaut, sondern das war tatsächlich so. Ich habe gedacht, wieso sehe ich ihn denn erst? Gestern haben wir gedacht, ich habe den Feed, glaube ich, am Sonntag geschafft und bin aber heute drauf gekommen, dass im Feed noch ein Fehler war. Und dann war nochmal irgendwie neu drin. Ja, dann habe ich halt den Feed repariert und dann erst ganz am Schluss und den Teaser, auf den ich so Wert lege, habe ich dann auch noch erst gestern gemacht. Oder so. Also alles etwas verspätet, aber ja, das geht ja. Ups. Tja, dann haben wir jetzt überhaupt nichts Neues vorgestellt, aber ich war so begeistert, wie ich den gesehen habe. Ja, mit der Holger schon immer gemeint hat, das Redundanz ist was Gutes. Mhm. Und ich habe mich nämlich an den Kanal erinnert und ich werde jetzt reinschauen. Okay. Also die erste Empfehlung ist an mir ein bisschen vorbeigegangen. Ja. Apropos Neurologisches, ich habe was Merkwürdiges Neurologisches. Überleitung des Tages. Überleitung des Tages, und zwar entstanden aus dem Linux Voice Podcast, wo einer der Podcaster erzählt hat von einem Phänomen namens ASMR. Das ist ein Akronym für einen Begriff namens Autonomous Sensory Meridian Response. Mhm. Die Erzählung war sehr mystisch, merkwürdig, und bei so merkwürdig mystischen Sachen bin ich sehr schnell sehr skeptisch. Habe dann mich aber genötigt gefühlt zu recherchieren, weil es gibt auch keine Verschwörungstheorie, der nicht nachgeht. Also das so Sachen interessieren mich auch. Und vor allem interessiert es mich dann immer, ne, trifft es auf mich auch zu, habe ich das auch, was auch immer ich gerade lese oder so weiter. Ne? Und das Phänomen ist das ganz Eigenartiges. Ganz kurz die Unterbrechung. Könntest du das auch ins Mikrofon hineinflüstern, damit es wenigstens stilecht wirkt? Ich könnte es natürlich versuchen. Aber die Frage ist, ob es dann wirklich noch so wirkt. Also der Dennis kennt die Geschichte offensichtlich, um die es geht. Es ist eine Szene, die sich hauptsächlich in der Realwelt ausprägt auf YouTube, in Form von 2,4 Millionen Videos, die da ASMR-mäßig aufgenommen worden sind. Da kann man schon sagen, das ist ein Kult, wo Leute zum Beispiel flüstern, oder sehr leise sprechen, mit beruhigender Stimme sprechen, oder leise Geräusche erzeugen und damit versuchen, bei ihren Zuhörern oder Zusehern des Videos ein angenehm schauriges Gefühl zu erzeugen, so eine Art wie so ein Kribbeln oder eine Gänsehaut, die einem so den Rücken hinunterläuft. Dann habe ich mir ein paar so Videos angeschaut. Im ersten Moment hatte ich auch das Gefühl, das ist eigentlich positiv. Und nachdem ich es dann 2 bis 3 Minuten gesehen habe, habe ich gemerkt, es schlägt bei mir total ins Gegenteil über. Du hast lachen müssen? Nein, es erzeugt unheimlich negative Gefühle bei mir. Und nicht aggressiv, oder? Aggressiv nicht, aber es ist ausgesprochen unangenehm für mich. Weil du wolltest das die Lautstärke höher regeln. Nein, es ist einfach nur unangenehm. Ist nur unangenehm. Ich habe eher das Gefühl tendenziell, dass jemand versucht, in meine Privatsphäre einzudringen. So mit diesem Flüstern und so weiter.
wenn es nur Geräusche sind, geht's. Also es sind so Sachen wie, es klopft wer wo dagegen, es streicht wer wo drüber, das geht. Aber wenn es in Richtung Flüstern geht, dann habe ich meine Probleme damit. Also es löst auf jeden Fall was aus bei mir. Man muss auch sagen, du warst da mal Lehrer. Ne? Also du magst es wahrscheinlich nicht, wenn getuschelt wird. Ich wäre oft froh gewesen, wenn sie nur getuschelt hätten. Also da kann ich ja nur sagen, bei mir löst es auch was aus, und zwar ganz ähnlich wie bei dir ist es wie, das ist wie ich finde es ganz furchtbar, ich finde es ganz, ganz schlimm, das ist wie quietschende Kreie auf Tafel oder wie irgendwas ganz, also dieses leise Flüstern ist für mich genauso wie ganz was Schrilles. Und es scheint auch, es gibt es seit ungefähr 2010, da wurde der Begriff geprägt das erste Mal wirklich. Es ist noch kaum wissenschaftlich erforscht, also da steht noch einiges ins Haus, da werden wir noch sicher ein bisschen was davon hören. Und was ich ganz interessant gefunden habe, wo ich mal, es gibt ein altes Beispiel dafür, was immer wieder genannt wird im Zusammenhang mit ASMR, dass das sozusagen eh schon lange gibt, nur wurde es halt nicht so bezeichnet. Das sind, und das werdet ihr wahrscheinlich kennen, die Bob Ross Filme. Ach ja. Die kenne ich nicht. Kennt ihr nicht den Bob Ross? Der Mallehrer überhaupt? Ja, der Mallehrer schlechthin. Kennst du die Filme? Also, kann man googeln, findet man. Ja. Der Daniel zeigt gerade Frisur, also der hat so einen, wie nennt man sowas? Also so Wugeln, ganz viele, ganz dicht, ganz eng und so weiter. Afro heißt das, oder? Ja, genau, einen Afro. Aber viel flaumiger. Ja. Das ist und der Bob Ross, ja. hat auch eine ganz eigenartige Art zu sprechen, sehr ruhig, sehr freundlich. Da funktioniert es bei mir im Positiven. Das ist aber nicht, weil das finde ich nämlich auch. Ja, ja. Nicht, das, da gibt es eben ein ganzes Spektrum von dem. Mhm. Aber so ganz normal ist das auch nicht, wie er redet. Nicht? Ja, und das erzeugt was bei einem. Und ich hatte nie das Gefühl, ich will jetzt zeichnen oder so, nee, sondern es ist trotzdem einfach irgendwie schön anzuschauen. Also das ASMR ja, anzuhören, weil seine Bilder das ist so gespannt. Ja, genau. Ja. Auch da wieder anzuhören. Ich finde es spannend, dass das einen Namen hat, weil mir geht es so, ich arbeite ja ganz viel in Bibliotheken und wenn da Leute flüstern, das macht mich wahnsinnig. Ja. Mir ist es lieber, sie reden laut, dann kann ich mich noch weiter konzentrieren, aber sobald ich kann ich mich überhaupt nicht mehr konzentrieren. Und, vielleicht sollte man das dazu sagen, ihr depperten Flüsterer in Bibliotheken, man hört euch. Ja? Gibt's ja Ruhe. Schweigt es oder sagt es laut und dann vorbei. Aber die glauben, weil sie flüstern, können uns die ganze Zeit da jetzt endlos Gespräche führen und das nervt bis zum. Ja, ich bin sowieso ein Heferl. Eine der tausend Möglichkeiten, mich zu ärgern. Ja, übrigens ein Beispiel, wo ich jetzt du gesagt habe. Es ist einfach zu sagen, du Arsch als sie Arsch. Sie Arsch, ja, aber das ist auch ein alter Spruch, ja. Ja, was ich natürlich lustig finde, das ist ja klar, irgendwie im Internet, Rule 34 ist es dann, oder ist das zu ASMR gibt es auch pornografisches inzwischen, eine ganze Menge. Es gibt Geflüster. Ja, wozu nicht? Ne? Ja, es gibt welche, da siehst du halt nur das Dekolleté, die flüstert oder so. Also gibt es einiges. Was dann, also ist die überlassen sehr viel der Fantasie. Ich denke jetzt gerade so einen Podcast, wo man die ganze Zeit ein Standbild von einem Dekolleté sieht und überlegt, ob das Podcast wobei sich ASMR sehr von Erotik distanziert, wenn man so drüber liest. Ja, das glaube ich auch, weil es ist ja eigentlich nicht der ursprüngliche Sinn und Zweck, aber ich habe dann eben, als ich das entdeckt habe und das eigentlich ganz creepy fand, irgendwie habe ich dann habe ich so durch YouTube durchgezappt und da waren einige, wo ich mir gedacht habe, also da könnt's mir jetzt viele erzählen, aber egal, ob sie jetzt sagt, das ist Pornografie, also das, Entschuldigung, wenn das Dekolleté jetzt zu und dem Geflüster ist. Das Geflüstere und so Gedanken, das erinnert mich eher so an Hypnose, könnte das eine Wurzel sein oder so. Das sind so Hypnose-Techniken, dass das mit einfließt in ASMR. Wird aber da nicht versucht, also zumindest nicht explizit. Es ist kein Ziel. Es ist kein Ziel von ASMR. Sondern es soll nur die Entspannung erzeugen. Mhm. Es wird berichtet, dass das bis zu Stunden dauern kann. Also diese ASMR-Videos gibt es auch in der Größenordnung bis 10 Stunden auf YouTube und so. Mhm. Und das sind jetzt lauter so Negativdefinitionen, die ich mache. Da fällt mir noch eine ein, die ich auch interessant gefunden habe. Den Effekt kenne ich schon auch. Kennen Sie das durch Musik Gänsehaut bekommen? Wenn ein gewisser Akkord ist. Ja. Das soll es auch nicht sein. Das hat auch einen Begriff, das nennt sich Chill. Ja. Habe ich gelernt. Das ist angeblich auch was anderes, neurologisch gesehen. Da habe ich letztes Jahr erst einen Vortrag bei der DGM zugehört. Ja.
Und das dauert angeblich immer nur ein paar Sekunden. Was bei mir so ist, weiß nicht, ob das... Durchaus auch kürzer. Ja. Aber nicht im Bereich, kann nicht im Bereich von Minuten oder Stunden sein. Das geht nicht, nee. Ja, aber es gibt Leute, das ist bei jedem unterschiedlich. Es gibt Leute, die sagen, seit sie solche Sachen hören, also dann hören und nicht gucken, haben sie keine Schlafstörungen mehr oder so. Und sie finden das total super und ja. Kann es nicht sein, dass das Ganze einschläfernd ist, wenn man so eh nicht so genau zuhört? Dann? Bei mir sicher nicht. Ich habe es tatsächlich mal ausprobiert, wobei ich bin jetzt nicht ich bin nicht prädestiniert für Schlafstörungen, aber ich habe es tatsächlich mal ausprobiert und habe mir gedacht, ihr macht es mir wahnsinnig, weil jetzt die Klappe ist. Ja. So, hallo. Also wenn vor allem wenn da jemand redet und ich verstehe nicht, wozu denn dann? Ja, also, für mich ist es nichts. Ja, Dekolleté ist nicht pornografisch, ja, du hast ja recht, aber das ist die Kombination, der ganze Auftritt bei manchen, wo ich mir gedacht habe, naja. Es soll eine bestimmte Wirkung erzielen. Ja, ich mag bei manche schon, es aber das wäre halt jetzt nicht weiter verwunderlich. Ne? Zum Thema Chill, was du gesagt hast, mir ist das auch gefallen bei dem Mozart in the Jungle, was du ja auch gesehen hast. Da hatte ich viele so Chill-Momente, weil einfach die Musik plötzlich ganz laut und so mit Orchester, wo man dachte, wow, cool. Und dann war es aber schnell wieder vorbei. Dennis? Ja, bring doch mal Dennis, ein Thema. Du hast Piz stehen oder ist das P2? Bei 2. Achso. Ja, was nehme ich denn jetzt heraus mal? Unter steht Ethik. Okay. Ethik, Prügelei. Mach die Prügelei. Prügelei, okay, ja. Gut. Kann man super dann anschließen und wohnen in Wien. Prügeln in Wien. gut, na gut. Daniel, kommst du eh zu Wort? Nee. Ja, nein. Du bist ja Stargast. Ja. Also, die anderen haben wir jeden Tag. Die kannst du ruhig runter tun. Kannst du dissen. Ja, ich war, wie heißt das nochmal, wo die U6 entlang fährt? Ring? Gürtel, danke. Am Gürtel gibt es halt mehrere Etablissements, wo man trinken kann und je nachdem auch andere Dinge. Also jedenfalls gibt es da jede Menge Bars, und wo viele Menschen hineingehen. Und vor diesen Bars stehen Türsteher. Und diese Türsteher sind dazu da, bestimmte Leute, die zum Beispiel Hausverbot haben, nicht hineinzulassen. Oder mal drüber zu schauen, will man den reinlassen, ja oder nein. Und was ich gesehen habe, ist, dass zwei versucht haben, reinzukommen und direkt vom Türsteher abgefangen worden sind. Der Türsteher stand allein draußen und ich stand halt auch im Regen draußen und hab auf meine Freundin, die drin war, gewartet, und drin wurde geraucht, deswegen wollte ich nicht reingehen. Ja, jedenfalls war ich draußen und plötzlich sehe ich halt, wie der Türsteher lauter wird und auf die zwei losgeht. Und plötzlich fangen die an, sich gegenseitig Ohrfeigen zu setzen. Also der Türsteher mit dem... Mit den zwei Typen. Ja. Und dann wurde aus diesen Ohrfeigen und Wörtern, die ich nicht verstehen konnte, wie ich später erfahren habe, waren das alles Marokkaner. Das heißt also, die rein wollten, und der Türsteher selber, waren alles Marokkaner. Deswegen konnten die sich auf Arabisch, wenn ich das richtig weiß, unterhalten. Wurde dann eine Handgreiflichkeit, die ziemlich körpernah schon wurde. Also sie haben sich gegenseitig gepackt, zu dritt, einen Türsteher und zwei Typen. Und ich wollte schon dazwischen gehen, aber meine Freundin kam in dem Augenblick raus und hat mich davon abgehalten, dazwischen zu gehen. Naja, jedenfalls bin ich dann hingegangen und bin reingegangen und habe dort Bescheid gesagt, dass der Türsteher und zwei Typen sich gerade dort raufen. Und der zweite Sicherheitstyp ist dann rausgegangen. Zu dem ersten. Das 2 versus 2. Also es waren, ja, das ist ungefähr. Der Türsteher. Die Polizei. Er sorgt für Ausgleich. Der erste Türsteher hat halt selber Ohrfeigen ausgeteilt bei den beiden. Das heißt also, Anti-Aggression oder sonst was hat überhaupt nicht stattgefunden. Historie, ne? Ja, ich vermute auch schon, wie ich später erfahren habe, hat der eine, der rein wollte, schon bereits Hausverbot dort.
Und der zweite, der dann rausgekommen ist, der war höchst professionell. Der hat nicht lang gefackelt, der hat gepackt, zu Boden gedrückt und fertig. Die zwei Gäste oder den anderen Türsteher? Den zweiten Typen, denn der erste Typ wurde in der Zwischenzeit von dem ersten Sicherheitstypen mit voller Wucht gegen ein Auto gerammt. Also mit dem Kopf und später auch zu Boden gedrückt. Das war ziemlich brutal. Das habe ich nicht mitbekommen, weil ich gerade drin war. Aber meine Freundin hat es gesehen. Und wegen dem oder wegen einer späteren Sache ist zum Schluss auch der Krankenwagen gekommen. Und die die sind beide total ausgerastet. Also manche sagten, ja, die sind unter Drogen. Ich weiß nicht, ob die unter Drogen waren. Jedenfalls der letzte von den zwei möchte gern. Genau, Gäste. Die... Ja. Potenziellen Nichtgäste. Es ging so weit, dass der eine wirklich zum Schluss auf dem Boden lag und nach allem beißen wollte, als die Polizei schon kam. Ja, ja, der wollte in die Waden reinbeißen. Der hat wirklich, der war so aggressiv. Und als die Polizei dann war, ging das noch eine Zeit lang weiter. Und irgendwann liegt er einfach nur noch da. Regungslos. Also der hat anscheinend irgendwas abbekommen. Und beim zweiten Typen weiß ich nicht ganz genau, aber bei dem saß auch, der war ziemlich bis zum Schluss, aber nicht so in dieser aggressiven Art, sondern in einer Art Verzweiflung. Mhm. Ja, das war halt etwas, was ich direkt mitbekommen habe und ich habe sowas selber noch nie mitbekommen. Und der zweite Typ, der dann später eher dieser hoffnungslose Fall war, der hat versucht, die Taxis aufzuhalten. Die Taxis sind aber nicht stehen geblieben. Die wollten wahrscheinlich ihn gar nicht erst reinlassen, weil das nur Ärger für die bedeutet. Also, ja, es war kein schöner Anblick. Und weshalb ich darüber überhaupt erzähle, ist halt der erste Security, also der erste Türsteher, der nicht im geringsten versucht hat, ruhig zu wirken und Streit aus dem Weg zu gehen und dass erst gar nichts passiert, sondern wirklich selber Ohrfeigen ausgeteilt hat. Mhm. Also von dem, was ich gehört habe, sind die zwei Typen nicht besonders liebenswerte Bürger, die man reinlassen würde oder mit denen man zu tun haben möchte. Aber dennoch, ein Türsteher darf doch nicht Ohrfeigen austeilen. Der muss auf jeden Fall ruhig bleiben und die Ruhe bewahren und Aggression entgegenwirken. Ja, aber Türsteher ist ja nur kein Ausbildungsberuf, wo man lernt, wie man deeskaliert. Ja, aber das, ja. Also, aber Dennis, du musst echt dazu, du weißt nicht, was da los war, ne? Du kennst die Hintergrundstory nicht von denen. Also, was ich später mitbekommen habe, es ging um Waffen. Sie hatten beide oder die Türsteher, das ist immer noch nicht mir bekannt. Es sind nämlich zum Schluss Schlagstöcke auf den Boden gelegen. Ausziehbare Schlagstöcke. Ich weiß jetzt nicht, ob die von den Security-Leuten ist oder von den beiden Aggressoren. Ich habe mich mit der Polizei unterhalten, nachdem sie schon bereits 4 Zeugenaussagen, die alle von den Typen von diesem Etablissement waren, aufgenommen hatten, waren die ganz erstaunt, als ich von Schlagstöcken erzählt habe. Das haben die bis dahin nicht gehört gehabt. Also könnte es durchaus sein, dass das von den Türstehern in Wirklichkeit waren. Ich weiß es nicht genau, aber das ist auch so ein interessanter Fall. Ich habe mich als Zeuge mehr oder weniger der Polizei ein bisschen aufgedrängt, weil ich gemerkt habe, dass das ein bisschen einseitig lief und ich werde wahrscheinlich auch eine Vorladung für eine Zeugenaussage bekommen. Also ich bin gespannt, was ich noch so erfahre. Also ja, es ist keine schöne Sache. Ich sage jetzt auch nicht, wo es war. Hast du ein Video gemacht? Nein. Was? Ja, genau. Einen Podcast aufgenommen. Einen Podcast aufgenommen, ja. Ja, aber kein Video so genau zum Festhalten auch für, das wäre vielleicht nicht unpraktisch gewesen in solchen Situationen. Ja, aber da an solche Sachen komischerweise, das ist jetzt schon wieder ein anderes Thema, denke ich jetzt gar nicht. Ich bin nicht so ein Native-Mobiltelefon-Filmer oder sonst was. Ich benutze das Ding noch nicht mal als Fotoapparat, obwohl heutzutage jedes Mobiltelefon, Smartphone dafür geeignet ist, Fotos zu machen. Ich mache es so gut wie nie. Ich denke nicht einmal dran, dass ich damit Fotos machen könnte. Aber geschweige denn Videos. Aber ich hätte es vielleicht wirklich filmen sollen. Das wäre vielleicht ganz gut gewesen. Naja, man lernt immer dazu.
Ist das der Tatort? Ja, das ist der Tatort. Du hast das aufgezeichnet. Ja, ich habe es auch aufgezeichnet. Mit inklusive dem Auto, wo er gegengedonnert worden ist, und ein zweites Auto, wo er auch noch den Kopf berührt hat. Und wie die Streiterei so ungefähr verlief, also ja, mit zeitlichem Verlauf. Also wo die entlang gegangen sind. Weil damit ich mir das merke, wenn ich eine Aussage machen muss, dass ich die Punkte noch alle weiß. Und wo wer stand und ging. Ja, das war das unschöne Thema. Mhm. Also dann, ja, stimmt, es passt wieder perfekt. Besser leiden. Ist das wirklich? Ich habe noch ein. Marvin der Woche. Ich habe noch etwas zum Thema schöner leiden. Okay. Und zwar bei Heise gelesen, wie man seinen Computer löscht. Also, jedem ist wahrscheinlich ein Begriff, die Festplatte löschen. Aber wie bekommt man diese Löschung so hin, dass anschließend wirklich der Computer irreparabel ist? Okay. Und da braucht man halt bestimmte Laptops, die UEFI haben. Und, zur Erklärung vielleicht für die Hörer, UEFI, der Nachfolger vom BIOS, das ist das, was am Anfang aufflackert, bevor die Windows- und Apple-Logos auftauchen, beziehungsweise Apple hatte immer schon ein bisschen das EFI, glaube ich, gehabt. Ja, und das BIOS, und das UEFI ist eigentlich so ein bisschen so Weiterentwicklung EFI, aber jetzt für die ganzen PCs, die es halt gibt, und Laptops und... Der Unterschied zwischen UEFI und EFI ist eigentlich nur, dass mit dem U haben sie Security-Sachen eingebaut, wie zum Beispiel, dass Zertifikate geprüft werden. Ja. Und EFI und UEFI sind das typische Einfallstor, wie man auf einem Computer einbrechen kann. Also gesagt wird, es bringt Sicherheit, aber es bringt nur mehr Unsicherheit. Aber jetzt zum Thema Unsicherheit und schlechte Programmierer und wie schlecht man eigentlich so ein Ding programmieren kann, dieses UEFI. Da gibt es bestimmte Felder. Wenn man die löscht, dann funktioniert der Computer nicht mehr. Mhm. Und Linux bietet über das Sysdateisystem an, diese Felder zu bearbeiten. Und natürlich kann man auch dadurch, dass jedes Feld eine Datei darstellt, auch löschen. Und wenn man die Datei löscht, dann wird automatisch auch das Feld gelöscht. Das ist Sinn der Sache, dass man sozusagen über normale Dateisystemoperationen so etwas machen kann. Du musst schon root sein, muss man dazu sagen. Ja, natürlich. Und die wenigsten werden im Normalfall rm-rf/ aufrufen. Und zwar dieses Kommando reicht aus, um auf so einem System dieses kaputte UEFI wirklich irreparabel zu machen. Mhm. Und das ist mal wieder so ein richtig schönes Faust ins Auge, benutzt UEFI nicht, sondern irgendwas anderes, wenn ihr die Wahl habt. Heutzutage. Ja, das ist die Sache. Eigentlich fast nicht mehr. Ich glaube, die Chromebooks, die haben keine UEFI. Wirklich? Ja, die haben, wie nennt sich das? Open Firmware? Aha. Nee, nicht Open Firmware. Das ehemalige Linux BIOS. Mhm. Das wurde ja später umbenannt. Open Firmware ist in Forth geschrieben. Der UL-PC benutzt Open Firmware. Und zwar alle UL-PCs, auch die neueren. Und ich weiß gar nicht mehr, wie heißt das Ding nochmal von Linux BIOS, also Nachfolger. Weiß ich nicht mehr. Jedenfalls, das wird beim Chromebook eingesetzt und kann man auch auf bestimmten ThinkPads installieren. Statt UEFI. Allerdings ist die Installation ziemlich heikel. Man muss die komplette Tastatur ausbauen und dann muss man zwei Pins erwischen und man kann Gott sei Dank inzwischen mit Direktanschlüsse zum Raspberry Pi das Ding flashen. Ich bin schon verloren. Sehe ich mich schon bei diesen ersten zwei Pins beim ersten schon so auskratzen und dann drehen, so teure ThinkPad selber zerstören. Ja. Nein. Es gibt aber auch das ThinkPad X200 oder X200S, ich weiß nicht mehr genau, fix und fertig vorgeflasht. Also das gibt's auch. Und ja, lasst die Finger von UEFI, wenn ihr könnt. Ja, das ist ja so viel zur Theorie. Ja, kauft euch einen Raspberry Pi, da ist es nicht drauf. Damit kann man mit austauschender SD-Karte auf jeden Fall das reparieren. Tja, das ist dann einfach. Ja, das zum Thema schöner leiden.
Ja, das andere. Schöner ärgern, auch gefragt. Wollt ihr. Nicht? Vielleicht später. Vielleicht später, ja, ja. Erstmal wieder aufbauen. Stefan, du hast bei der Themenliste gesagt, du hast ganz viele Themen. Jupp. Manpages. Lest ihr Manpages? Nein. Man-Sex. Weil sie? Ab und zu. Zu lang sind? Nein, ich weiß ja alles. Ach so, das ist der Grund. Schwenkt um auf TLDR-Pages. Too long, does not read. Ja, too lazy, don't read, das ist normal. Allen Ernstes, das sind Manpages, die abgespeckt sind, im Großen und Ganzen auf die Beispiele und die halt gut, erklärt sind. Sind noch keine offiziellen Pakete dafür für die Distribution. Das ist bisher ein Projekt auf GitHub, lässt sich aber ganz manierlich installieren mit X-Clients. Alle nur die Informationen, die ich brauche. Unheimlich vielen verschiedenen Clients. Achso, okay, nicht mit X. Also es gibt einen Bash-Client, es gibt einen Ruby-Client, es gibt Unmengen. Ich glaube 20 verschiedene Clients, mit denen man die browsen kann. Und man kriegt eben wirklich nur das Minimum. Also eine Handvoll Beispiele und diese Handvoll Beispiele immer dann an inline gleich erklärt. Ja. Auch ganz hübsch formatiert, grafisch formatiert, also im Text. Man muss dazu sagen, die normale Mainpage ist ja eine lange Parameterliste. Und ganz dann ganz unten kommen noch die Beispiele. Überhaupt, ja, und sonst nur ganz oben irgendwas mit eckigen Klammern, wie du die Parameter einsetzt. Vielleicht sollte man es noch erklären, Manpages, kennt vielleicht nicht jeder. Also Manuals. Wenn man unter der Kommandozeile einen Befehl eingibt, ja, dann, und nicht genau weiß, mit was für Optionen oder mit was für Zusatzparametern man den aufruft, dann kann man sich damit helfen, indem man man und dann einen entsprechenden Linux-Befehl eingibt und dann wird da eben so eine Erklärung, eine schriftliche geliefert. Ja. Und ich komme ganz gut zu der Punkt. Ja, ich bin mir speziell in Deutschland. Gibt es Manpages unter Windows auch? Theoretisch ja. Praktisch benutzt die keiner. Weil wenn du Zigbee installierst, dann sind die mit dabei. Als Laie und so möchte ich mich jetzt bezeichnen, kann ich damit einfach nichts anfangen. Das heißt, es nützt mir. Weil als Laie gehst du wahrscheinlich auch nicht oft in die Konsole jetzt, wenn du. Ich benutze ja jetzt momentan nicht regulär Linux, ja. Aber ja, naja, ja oft, also ja, immer mal wieder, aber also, offensichtlich nicht oft genug. Mhm. Ja, einfach mal ausprobieren, wenn du irgendwo eine Kommandozeile hast, ja. Einen Befehl, also und du kennst dich nicht aus, dann gib einfach mal MAN, ja, Abstand, Befehl. Ja, da bin ich eben schon oft genug davor gesessen und dachte mir so, und jetzt werde ich erst recht entschlau daraus. Ja, das spricht ja sehr für diese Tool. Ja, genau, deswegen finde ich das eigentlich eine ganz schöne Idee. Ja. Benutzt hier jemand Infopages? Nein, das benutze ich auch. Das benutze ich nicht. Nein. Weil Infopages war ja im Prinzip die bessere Variante von den Manpages mit Hyperlinks und allem drum und dran. Und das ist im Prinzip ähnlich wie mit so einem Dungeon Crawler. Man kann sich ganz schnell verlaufen und muss dann erst wieder zurückfinden. Okay. Aber ja, die sind meistens wesentlich informativer, enthalten mehr Inhalt. Und aber wenn ich eine Infopage zu LS lesen würde und mit mehreren Hyperlinks da drin, boah, ich glaube, das wäre viel zu viel. Ja, wenn es schnell gehen muss, kann man noch minus minus help, funktioniert auch manchmal. Ja. Dann manchmal aber auch nur so die Optionen. Ja. Ja. Man Mount. Oh ja, genau. Schöne Manpages, die ich empfehlen kann, ist Man Sex. Okay. Das. Hat wie Sex funktioniert? Ja, genau. Da gibt es dann auch die ganzen Optionen, die es gibt. Ah. Interessant. Das ist in der Bash normale Distribution drin. Ja, die muss man, glaube ich, nachinstallieren. Das sind, glaube ich, in den Funny Pages oder so. Ich glaube, minus M für Mail oder was gab es da? Okay. Ja. Wird verlinkt in den Shownotes. Für die Ubuntu-User, die keine Firewall auf ihrem Rechner installiert haben und das sich eigentlich auch nicht antun wollen, da jetzt viel zu lernen, empfehle ich trotzdem schnell eine zu installieren, nämlich die Uncomplicated Firewall, die mit jedem Ubuntu-System mitgeliefert wird, aber standardmäßig nicht aktiviert ist. Und mit einem sudo ufw-enable erreicht man, dass die aktiviert wird in einer ganz sinnvollen Standardkonfiguration, nämlich raus zu alles erlauben und rein zu nix. Und also das ist dann auch grafisch. Aber machen wir da nicht FTP kaputt und so Zeugs? Oder? Raus zu machst du dir nichts kaputt. Falls du einen Server auf deinem Rechner laufen hast und sich jemand von außen drauf connecten will, dann musst du das freigeben. Kann ich dann noch Steam spielen oder so?
Sehe ich auch keinen Grund jetzt dagegen. Aber du kannst dir auch relativ einfach dann Sachen wieder zusätzlich freigeben. Es ist auch eine, ungefähr eine DIN A4-Seite oder zwei DIN A4-Seiten Anleitung, die komplette Funktionalität zu lesen. Es ist alles textbasiert und es ist im Prinzip ein Frontend vor der Standard-Firewall. Also es skriptet also die Standard-Firewall und es gibt so Sachen wie, angenommen man hat am Webserver einen Apache installiert, geht es wieder mit einer Zeile den Apache, so wie er jetzt konfiguriert ist, nach außen freizuschalten. Also, da gibt es sehr viele hübsche Skripts, weil unter Ubuntu alle Standard-Server liefern Konfigurationen für dieses UFW im Hintergrund mit, so dass man das dann recht einfach dazu konfigurieren kann. Praktisch. Ja, aber als normaler End-User hast du eigentlich keine Server laufen auf deinem, wenn du... Eben, drum einfach nur einschalten und die Sache hat sich. Genau. Ja, ich weiß nicht, ob das... Ich bin ja kein besonders großer Freund von Firewalls. Ich finde die überflüssig. Man holt sich damit mehr wieder Probleme ein, als man löst. Ich bin von diesem Gedanken geheilt worden. Ich habe installiert. Geheilt worden. Ich habe mir installiert auf einem Rechner eine Datenbank und zwar diesen Key Venue Store. Memcache? Der verwendet wird für Suchindizes. Oh, das wird mir dann später einfallen. Und das Standard-Ubuntu-Paket, von dem das ausgeliefert worden ist, nicht mit der Distribution mit, sondern vom Hersteller von dieser Datenbank, habe ich mich nicht weiter darum gekümmert. Und siehe da, sie war nach außen offen ohne Authentifizierung. Nicht? Das hätte ich mal sparen können. Also ich würde sagen, das ist mal wieder ein Griff ins Klo von dem Hersteller der Software. Absolut, aber hätte ich die Firewall aufgedreht gehabt, hätte mich der Griff ins Klo keine zwei Tage die Barren gekostet. Nicht? Also drum, eine Mauer davor schadet nicht. Nein. Damit kann sich wieder der Hersteller da rausreden, ja, aber das betreibt auch heutzutage jeder einen Firewall. Und ich finde, nee, das darf kein Grund für irgendwas sein. Deswegen würde ich sagen, keine Firewall einsetzen, sondern sagen, hört mal, ordentliche, sichere Standardkonfigurationen. Damit, das wäre wesentlich sinnvoller. Und dann braucht man auch keine Firewall mehr. Alle fahren ab jetzt vernünftig mit dem Auto, braucht man keine Gurte mehr. Wir haben wieder eine unserer Grundsatzdiskussionen. Das ist etwas anderes, das hat damit nichts zu tun. Okay. Weil im Prinzip ist das eher wie das Auto ausgeliefert wird. Wir brauchen keinen Schaum im Auto, weil wir Gurte haben. Autoverkehr und Informatikergespräche. Die Standardkonfiguration ist mit Gurt. Das ist so eine Sache. Ich diskutiere nicht oft so gerne mit und so mittendrin, aber immer wenn ein Kollege oder eine Kollegin beginnt, so Autovergleiche zu bringen, sage ich, bitte keine Autovergleiche. Das endet dann immer in so ewigen Diskussionen und es verläuft sich dann meistens immer so. Aber dann ist das doch wieder Steuerknüppel und das Gaspedal und so. Und das wird dann immer abstrakter. Das ist meine Erfahrung. Ja, in dem Fall würde ich dann eher sagen, das ist vergleichbar. Ich lasse es wirklich. Ja, keine Autovergleiche mehr. Es wird nämlich dann schwierig. Ja? Aber da fallen wir noch ab ein. Total schwierig. Sonst komme ich mit Hamster vergleichen. Wenn wir beim Thema Vergleichen Sex sind, ich hätte einmal eine super Überleitung zu einem Vergleich zwischen Longbow und Crossbow. Oh! Das ist ein Thema. Ja, was vielleicht auch historisch etwas interessant ist. Was ist das? Das ist sehr nerdig jetzt. Ja? Mhm. Also ich habe den Link von meinem Freund Douglas, unserem lieben Hörer aus Kärnten, und der hat ihn wieder verlinkt gefunden bei einem Security-Blog von Bruce Schneier, glaube ich. Das Ganze ist eine halb- oder ganz wissenschaftliche Arbeit, so ein Abstract, mehrere A4-Seiten lang. Okay. Für mich extrem faszinierend zu lesen, aber ich muss dazu sagen, ich spiele auch seit 30 Jahren nonstop irgendwelche Kriegsspiele am Computer, wo man irgendwelche Armeen, mittelalterliche Armeen aufeinander hetzt und war auch einmal Bogenschießen, so mich fasziniert das einfach. Ja? Mhm. Und worum geht's? Es geht um The Reign of Longbow. Also warum hat sich, das ist die Fragestellung, warum hat sich circa während der Zeit vom Hundertjährigen Krieg, 1300 irgendwas, der britische Longbow, also der Langbogen, militärisch durchgesetzt, und zwar nur in der britischen Armee. Okay.
Und warum wurde der nicht weltweit adaptiert, speziell in der französischen Armee, weil damals haben sehr viele britische Könige in Frankreich praktisch Eroberungsfeldzüge geführt. Und da wird das halt jetzt diskutiert, Länge mal Breite, was mich sehr gefallen hat, weil sonst, wenn man so als typischer Computerspieler, kann man so sein kleines virtuelles Maxal ausrüsten mit einem Crossbow oder mit einem Longbow und dann werden dann halt sehr runtergedampft die Unterschiede und das sind halt mehrere Unterschiede. Und das jetzt, ich versuche es nicht zu nerdig auszuwalzen, der prinzipielle Unterschied zwischen jedem Bogen gegen eine Armbrust eben ist, dass der Bogen schneller feuern kann. Also du kannst ein Bogenschütze kann halt in derselben Zeit ca. 6-mal so viele Pfeile rausjagen mit circa der gleichen Treffsicherheit und bis zum Ende von diesem 100-jährigen Krieg auch hat der Bogen sogar einen Reichweitenvorteil gehabt. Das ist dann erst verloren gegangen mit Stahlarmbrüsten. Also die haben dann wieder mehr Reichweite gehabt, aber waren auch nicht schneller. Und der Longbow war sozusagen das mittelalterliche Maschinengewehr, das sehr schnell schießen konnte. Ja. Und warum haben das jetzt nur die Engländer massiv eingesetzt in ihren Armeen und alle anderen nicht? Und dieses Papier macht eine recht interessante Herangehensweise. Es stellt einige Thesen auf und schaut dann, ob die aufgestellten Thesen, die natürlich mit dem Wissen der Historie aufgestellt wurden, ob die dann durch Beispiele und Gegenbeispiele zu belegen sind. Und hurra, die sind dann zu belegen. Also ich nehme an, die haben etwas mehr Research betrieben und dann natürlich nur den veröffentlicht, wo das passt. Aber die Conclusio war, dass England sozusagen herausragend war, dass es während dem 100-jährigen Krieg und kurz davor eine innenpolitische Blüte erlebt hat. Also der König hat gewisse Privilegien abgeben müssen an sein frühes Protoparlament, also so eine Art Adelsversammlung oder Landesversammlung. Dadurch war der Interessenausgleich innenpolitisch relativ gut gewahrt. Also und dadurch war die Gefahr relativ gering, dass wie in einem typischen Feudalstaat irgendein zu kurz gekommener möchte gern Thronfolger eine Rebellenarmee sammelt und selber gern König wird, sondern das Land war relativ stabil. Mhm. Und der Interessensausgleich hat funktioniert, mehr oder weniger. Und also die These ist, den Longbow hat es auch früher schon gegeben, das war jetzt keine neue Erfindung. Neu war nur, dass das Land England jetzt so stabil war, dass der massiv in der Armee eingesetzt worden konnte, ohne dass der herrschende König oder die herrschende Schicht befürchtet hat, dass er damit eigentlich seine eigenen Rebellen bewaffnet, die dann gegen ihn damit losgehen werden. Also es war so dass die Gefahr einer Volksbewaffnung war sozusagen dadurch gebannt, dass das Land innenpolitisch stabil genug war, dass das nicht zu befürchten war. Diese Volksbewaffnung ging so weit, dass einer von diesen Königen dann auch, weiß man, hat auch alle anderen Sportarten außer Bogenschießen verboten und es gab verpflichtendes Bogenschießtraining für alle männlichen Einwohner mit so und so viel Grund und sogar vorgeschriebene Mindestweiten, auf die sie schießen haben müssen. Also einfach, es wurde da sozusagen eine Art Milizsystem gemacht, das schwer bewaffnet war für damalige Verhältnisse. Mhm. Und jetzt kommt es, und der Punkt ist, die sind dann in Frankreich eingefallen, haben ihre Eroberungsfeldzüge gemacht, haben mehrere Schlachten horrend gewonnen, also mit horrenden Verlusten für die Franzosen, obwohl die englischen Armeen kleiner waren, aber sie hatten halt diese besseren Waffen. Und spielt natürlich auch Taktik eine Rolle. Und die große Frage ist jetzt, warum haben die Franzosen das nicht adaptiert? Weil in 100 Jahren Krieg kommt man ja auf die Idee, die Waffe zu kopieren. Und das Paper führt dann halt aus, dass es durchaus Versuche gegeben hat, diese Waffe zu kopieren. Denn es wurde, und ein Longbow ist auch lustig, der wurde nicht exklusiv in England hergestellt. Es war sogar so, dass die Engländer Eibenholz bis aus den Karpaten importiert haben. Also das war alles da. Und der Grund, warum das eben nicht implementiert wurde von den Franzosen oder sehr schnell wieder aufgegeben wurde, war, dass dann eben die französischen Bauern, die dann auch mit Bogenschützen, also mit Longbows trainiert haben, sehr bald sozusagen erkannt haben, dass sie jetzt gegen ihre eigenen Adeligen losgehen könnten oder ihren eigenen Rebellen möchte gern König unterstützen könnte, der ihnen halt Vorteile verspricht und dass Frankreich halt innenpolitisch nicht stabil genug war. Und das für den typischen französischen König oder Adeligen war die Gefahr einer Bauernrevolte oder eines Pretenders, also eines Konkurrenten, der jetzt sozusagen Zugriff hat auf bewaffnete Armeen, ohne dass er die teuer ausrüsten muss, sondern dass er einfach nur seinen Bauern irgendwas verspricht und die kommen dann, war wesentlich größer als die Gefahr eines englischen Königs. Mhm. Also dass er da ab und zu gegen den englischen König verliert und das wurde dann halt ausgewalzt in dem
Papier zum Beispiel wurde gesagt, also auch wenn jetzt so ein Adeliger eine Schlacht verloren hat, gegen jetzt ein französischer Adeliger gegen die Engländer, hat er eine recht große Überlebenschance gehabt, weil die adeligen Gefangenen gegen Lösegeld ausgetauscht wurden. Also der Adel hat sozusagen grenzüberschreitend zusammengehalten gegen das Volk, mehr oder weniger. Und das Witzige ist sozusagen, dass die Franzosen das sozusagen riskiert haben, Schlacht um Schlacht zu verlieren um 100 Jahre, beziehungsweise dazu übergegangen sind, Feldschlachten gar nicht mehr zu führen, sondern einfach sich in ihren Burgen verschanzt haben, was wieder die Engländer frustriert hat, und haben dann dazu angefangen, das Land anzuzünden, um eben die Franzosen herauszulocken. Also sie haben halt taktisch anders reagiert und nicht die Waffe adaptiert, was eigentlich die logische Konsequenz gewesen wäre. Eben wegen den innerpolitischen Opportunity Costs, die da dabei waren. Und das Killer-Argument ist, die Engländer hätten ja auch in den Landstrichen von Frankreich, die sie militärisch besetzt hatten, hätten sie einfach auch nur den Bauern erlauben können, Longbows zu benutzen, dann hätten sie nicht kompliziert von England Truppen hertransportieren müssen. Haben es aber nicht gemacht, weil sie in den besetzten Land natürlich der Bevölkerung nicht getraut haben. Das ist sozusagen das Killer-Argument. Mhm. Und das Ende des Reign of Longbows war dann einerseits Instabilität in England, also sind dort Bürgerkriege gekommen. Und das andere ist, dass die Franzosen einfach 100 Jahre gewartet haben, bis die Technologie mit Stahlrüstungen so gut war, dass es wieder einigermaßen einen Schutz gegeben hat von den teuren Rittern. Ja, beziehungsweise, dass die Stahlarmbrüste haben zumindest den Reichweitenvorteil gehabt. Es haben zwar immer noch die Longbow schneller geschossen, aber Großbauteil andere. Und das Schöne war, dass das relativ detailliert ist. Sie schauen, ist ein Longbow teurer gewesen als ein Crossbow? War die Herstellung schwieriger? War das Training schwieriger? Und sie räumen halt mit so einigen Standardvorurteilen oder Gemeinplätzen auf, die man gemeinhin hört oder liest. Und sie sagen, na, ganz so war es nicht, oder das war ein Grund, kann aber nicht der Grund gewesen sein. Und das Killer-Argument, das sie halt in dieser Studie oder in diesem Aufsatz beschreiben, ist eben die Kosten der innenpolitischen Instabilität. Wenn du sozusagen ein Volk, dem du nicht ganz traust, bewaffnest, hat sozusagen jeder eine Instant-Armee, und sonst hat nur der eine Armee, der sich es auch leisten kann, der Söldner bezahlen kann und eine Elite-Truppe bezahlen kann, und das hat damals in das Herrschersystem eben besser gepasst. Und die Ausnahme war sozusagen die politische Stabilität in England, die diese Waffentechnologie dann auch erlaubt hat. Longbow versus Crossbow wird verlinkt in den Shownotes. Wie bist du dieses Paper? Ja, in der Douglas hat man das geschickt, weil er gewusst hat, dass ich gerne so Spiele spiele. Aber ich finde es für jeden, der gerne sich das interessiert. Mich hätte mich gefreut, hätte ich das im Geschichtsunterricht schon gelernt. Da hätte ich wirklich aufgepasst. Ich hätte gerne eine Arbeit geschrieben. Das wäre einfach cool. Darum hätte man ja auch in Politik vermitteln können. Also insofern ist es ja auch ein guter Punkt. Also man kann über solche Themen auch andere Themen mit anhängen. Was mir gefehlt hat bei dem Aufsatz, aber was ich mich freuen würde, wenn da irgendeiner das aufgreift und darüber ein Paper schreibt, wäre dieses Argument, weil ich einfach mich freuen würde, darüber was Gescheites zu lesen, dieses Argument, das man von so Amerikanern immer wieder hört, dieses, dass jeder Amerikaner hat das Recht auf eine Schusswaffe, die sind ja sehr gun-crazy, und behaupten auch, das ist in ihrer Verfassung drinnen, so the right to be and bear arms, oder have a well-regulated militia. Generell sehr stark, ja. Und und dieses Argument, also wie kann man bei einem innenpolitisch stabilen Land sich leisten, sozusagen das Volk zu bewaffnen, auch mit relativ eigentlich mit Maschinengewehren, was ja genau der Punkt ist. Es gibt in den USA Gesetze, ob Sturmgewehre jeder haben darf oder nicht. Ne? Und ja, da war natürlich jetzt in dieser Studie kein Bezug dazu, aber das hätte mich gefreut, da sozusagen den Bogen zu schlagen zur heutigen Zeit. Den Bogen. Wie schön, dass wir einen Historiker in der Runde haben. Genau. Jetzt kannst du vielleicht ein bisschen das sehr, sehr drüber gehen. Das ist wirklich ein guter Punkt, weil die Frage der Bürgerwehr ja immer ganz stark dranhängt, auch mit einer Demokratie. Man sagt, in dem Moment, Macht. Genau, weil in dem Moment, wer die Waffen hat, hat quasi auch die Macht. Und mit der Einführung der Demokratien sind auch die Bürgerwehren eingeführt worden. Also quasi die Bewaffnung der Bevölkerung. Genau. Ja. Und insofern kann man das da sicher auch, könnte man das sicher an das Thema auch knüpfen. Und mit ein bisschen irgendwas. Ich wünsche mir einen Zeit-Podcast. Zeitsprung. Okay, das heißt also, ganz naiv, rein theoretisch könnte man dafür sorgen, also wenn ein Staat meint, er sei sicher, also ein Staat, okay, boah, das ist jetzt wirklich. Sagen wir mal, die Regierung, wenn sie meint,
dass die Regierung, die gerade herrscht, sei gut und würde im Interesse der Bevölkerung handeln. Dann könnte sie ja hingehen und sagen, okay, wir bewaffnen alle unsere Mitbürger ab 16 Jahren und wir können sicher sein, dass keine politischen Unruhen passieren. Das nennt man auch allgemeine Wehrpflicht. Das ist ja das, was passiert seit der Industrialisierung. Genau, Mathis hat natürlich irgendwie kanalisiert über das Militär und hat dann zum Beispiel so, wie heißen diese Gebäude, in denen die Waffen gelagert werden? Waffenkammer? Nee, die haben einen bestimmten Namen und die gibt es auch in jeder Stadt. Oder zumindest haben sich die dann auch so im 19. und 20. Jahrhundert in jeder Stadt etabliert. Mhm. Einfach da, wo man die Bürger dann bewaffnet. Zeughaus. Das wurde auch gestürmt 1848 in der Revolution in Wien. Da hat die Wiener Bevölkerung ein Zeughaus gestürmt und deshalb wurde ein neues Arsenal gebaut, was den einzigen Zweck hat, da auf Wien zu schießen, weil das schon einfach möglich ist, falls das Volk noch einmal aufmuckt. Richtig, Zeughaus, genau. Ja. Also dass man schon die Waffen in der Stadt hat, aber nicht, dass die alle gleich bei den Leuten, also dass die Leute die nicht immer mit sich rumtragen. Also das ist schon eine andere Idee. Wobei aber in der Schweiz dieses Milizkonzept ist, dass jeder wirklich das Sturmgewehr zu Hause haben kann. Mhm. Ich glaube nicht die Munition oder so. Ein bisschen Das heißt also, sie haben immer noch Angst vor der Bevölkerung. Ja, denke ich schon. Möchtest du in Wien leben, wo jeder Wiener mit einer Schusswaffe herumläuft? Eine gute Frage. Bist du lang genug in Wien, dass du dir ausrechnen kannst, wie... Das ist eine sehr, sehr, sehr schwere Frage. Also, wenn ich von der Prügelei letzte Woche ausgehe, nein. Das eine ist, Stabilität ist die eine Sache, aber Stabilität kann ganz schnell in Wanken kommen, wenn von außen Reize kommen. Flüchtlinge ist jetzt nicht vielleicht ein Thema, was negativ behaftet sein muss oder sein soll oder so, aber das ist ein äußerlicher Reiz, wo viele Menschen in Wien negativ darauf reagieren. Also auch ganz konkret, man sagt, dass im Burgenland die Waffenkäufe zum Beispiel extrem gestiegen sind, seit der Flüchtlinge massiv kommen. So, in Köln zum Beispiel nach der Silvesternacht sind jetzt angeblich die Waffenverkäufe extrem nach oben gegangen. Tja, also im Endeffekt, das Problem ist, dass die Reize von außen durchaus etwas ganz schön ins Wanken geraten lassen können. Also, wenn müsste es weltweit sein? Organisieren sich die Bürgerwehren halt über Facebook. Auch als neue Tendenz jetzt. Das ist aber dann eben nicht die demokratische Variante. Die sehen sich aber als Demokraten, oder? Ja, ich denke schon. Harmloseres Hörerfeedback. Die Frage, gibt es Fahrradparkplätze bei der Zypresse? Ja, die gibt's. Ja. Unmittelbar daneben haben wir ein Fahrradgeschäft, wo immer wieder Platz am Radständer ist, und an der nächsten Straßenkreuzung zwischen Kaiserstraße und Westbahnstraße gibt es 2 Fahrradradständer. Ist jemand beantwortet? Und noch was habe ich, wo wir den Daniel wieder ein bisschen reinziehen können. Der hat nämlich die Woche getweetet ein Animated GIF von Satir-Algorithmen. Woraufhin ich mich, also Visualisierung von Satir-Algorithmen, das ich sehr hübsch gefunden habe, habe ich mich wieder daran erinnert an ein YouTube-Video, das ich in die Shownotes dazu dagegen schmeiße. Das ist die Visualisierung von 15 verschiedenen Satir-Algorithmen. Sieht man also ein bisschen die Laufzeit dazu im Vergleich und mit akustischer Untermalung der einzelnen Algorithmen. Das ist eine recht nette Spielerei. Und beim Zuschauen, nachdem ich den letztens schon den blöden Vergleich gemacht habe, ist fast so schön wie die fragmentieren Zuschauen. Nur praktischer. Wenn man es dabei lernt, ja. Wenn man nur zuschaut, nicht. Ja, für euch ist das ja auch alles wahrscheinlich so ein bisschen selbstverständlich. Ich lerne gerade Programmieren und für mich, da gibt es dann so Programmieraufgaben, wo man so einen Quicksort bauen muss. Mhm. Und dann... Ja, googelt man mal und kommt drauf, okay, da gibt es irgendwie 20.000 Leute, die schon so coole Sachen damit gebaut haben. Und es gibt da noch tausende andere Alternativen, wie man diese Suchalgorithmen verwenden kann. Und ich finde das super faszinierend. Und dieses GIF ist einfach großartig. Was lernst du denn gerade? Ich weiß nicht, ob das jetzt zu ausufernd ist, aber ich... Also man macht 2 Schienen im Moment. Also die eine geht so in Richtung Datenmodellierung und Datenvisualisierung. Das will ich mit Python machen.
Und die andere Schiene, da ist eigentlich der Plan, Ruby on Rails zu machen. Und deshalb habe ich mich auch schon mal mit Stefan getroffen. Ja, da bin ich aber gerade dabei, so einen Kurs zu machen, der mir momentan sehr viel Spaß macht. Der heißt Free Code Camp. Das ist so die Idee. Die bieten so einen Kurs an, wo man einerseits Frontend- und Backend-Sachen macht und als Kurs, also man hat dann so Aufgaben und arbeitet dann in den praktischen Projekten für NGOs. Und das ist quasi denen ihr Ding, dass sie diesen Kurs umsonst anbieten können und dass man gleichzeitig an Projekten arbeitet, die man dann in sein Portfolio schreiben kann. Und das NGO hat man. Genau. Win-win-win. Mhm. Genau. Gut. Und das läuft JavaScript-basiert, also die machen, ich bin gerade im Frontend-Teil, da macht man JavaScript, CSS und HTML, wobei momentan bin ich so in diesem jQuery-Ding und habe heute meine erste API-Abfrage gemacht, die funktioniert hat. Halt so eine Wetter-App, die man schreiben muss, halt so ein Klassiker. Und ja, also dieses FreeCodeCamp, da gibt es auch ein Meetup, das einmal im Monat in Wien stattfindet und kann man sich durchaus mal anschauen. Ich finde, die machen das... Sektor 5? Genau, die müssen im Sektor 5, genau. Das wirkt sehr gut im Moment. Also ich habe das Gefühl, die vermitteln auch den Stoff sehr gut und die wissen, was sie tun. Mhm. Ist das online oder ist das irgendwo vor Ort? Nee, das ist online, aber eben dadurch, dass es dieses Meetup gibt und es gibt natürlich verschiedene Foren, wo man sich dort auch ein bisschen austauscht. Okay. Und sie haben zum Beispiel ein sehr schönes Tool, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, man programmiert die Projekte in CodePen.io. Das ist sehr nett insofern, weil man hat also den Browser-View und hat auf der anderen Seite hat man dann das HTML, CSS und das JavaScript-File und programmiert also sozusagen in diesem einen Fenster und sieht dann die Veränderung gleich auf der übrigen Seite und kann damit auch sehr gut den Code sharen, weil man dann eben sein Projekt in seine Portfolio-Seite geschrieben hat. Das ist eine Webseite, auf der du gleich online programmierst und genau. Daneben siehst du den Output von der Webseite, genau. Wahrscheinlich, die du damit programmierst, und hast du dann gleich ein. Du siehst gleich die Auswirkungen, was du da tust. Genau, und ich kann es auch sharen. Also ich kann dann den anderen Projektkollegen sagen, ja, es klappt irgendwie nicht, guck mal auf meinen Code, schicke ihm meine Projektseite und dann kann er eben direkt live gucken, wie mein JavaScript-File aussieht. Kannst du ausführen, wie ist das, wenn man sozusagen einen Online-Kurs macht und gleichzeitig ein Meetup besucht, ein regionales, also wo auch lauter Leute sind, die das machen. Ist das so eine ideale Kombination von Online und mit echten Menschen lernen oder ist das ein bisschen... Also da klingt das nur so gut. Ich denke, es ist auf jeden Fall noch verbesserungswürdig. Mir hat es beim ersten Mal jetzt noch gefehlt, dass man so hands-on an Problemen arbeitet. Was aber vielleicht auch daran lag, dass ich noch keine so konkreten Probleme hatte. Wie jetzt zum Beispiel, ich habe gestern meinen Random Code Machine. Auch so halt ein JavaScript-Klassiker, man muss einfach halt eine App bauen, in der man auf New Code klickt und dann wird halt ein neuer Code angezeigt. Und ich wollte unbedingt noch Bilder dazu haben von demjenigen, der den Code zeigt. Und irgendwie habe ich es nicht geschafft. So Quote, nicht Code. Quote, genau. Ja, okay. Also so ein Zitat. Und ich habe es nicht geschafft, dass dieses Bild, ich habe es auch geschafft, dass das Bild immer wieder sich verändert, aber ich habe es nicht geschafft, dass das auch über die CSS-Klasse mit angepasst wird, dass es responsive wird, weil ich habe da mit Bootstrap mit eingepasst. Das habe ich nicht geschafft und ich weiß nicht, warum das immer overruled wird von anscheinend der anderen Klasse. Und das sind so Fragen, die könnte ich dann auch so konkret und dann könnte mir die oder diejenige, die da ist, das erklären. Sowas fehlt mir ein bisschen online, weil wenn man das online fragt, da kommen irgendwie 10 Antworten, mit denen ich wenig anfangen kann, weil die dann sagen, ja klar, da musste halt oder so. Und das sind so Antworten, die helfen mir dann nicht viel, wenn dann nicht jemand konkret mir ein bisschen bei der Zeile erklärt, was da passiert und warum jetzt diese Zeile ausgeführt wird und warum nicht die andere. Ja, das ist überhaupt beim Programmieren und diesen Foren, da braucht man ein bisschen Übung, um das richtig quer zu lesen und das filtern zu können. Das ist heutzutage ja noch schwierig. Das sind, glaube ich, auch diese Sektor 5-Treffen ganz gut. Ich war da bei den Pi-Ladies, aber es gibt, glaube ich, mehrere, wo einfach dann mehrere Leute dort sind, die halt erfahrene Programmierer sind. Und die anderen sind eigentlich nur da und versuchen, so einen Online-Kurs zu machen. Aber es fällt halt dieser Frustmoment weg, weil wenn du steckst, zeigst du auf und 4 arbeitslose Betreuer stürzen sich auf dich führen dich da durch, oder wenn du nicht einmal das Installieren schaffst, was ja oft ganz blöd ist, dann setzt dich halt einer hin und tut das in Ruhe mit dir installieren, dass du mal überhaupt anfangen kannst und wo du sonst gleich wieder aufgibst. Ne?
oder weist dich darauf hin, dass dieser Online-Kurs einen Fehler hat, den man halt wissen muss. Ne? Dann mache ich gleich den Hinweis auf ein konkretes Meetup. Für Ruby gibt es das auch in Sektor 5. Mhm. Jetzt wieder, ab jetzt wieder regelmäßig, hat es geheißen. Ruby Habits heißt das. Mhm. Alle zwei Wochen soll es stattfinden. Ich glaube an einem Mittwoch. Ist morgen Mittwoch? Ja. Weil morgen findet es wieder statt, aber dann auch eben im Zwei-Wochen-Rhythmus. Ist das anfängerfreundlich auch oder sollte man schon sich ein bisschen auskennen? Keine Vorbedingungen. Okay. Jeder kann kommen. Es ist natürlich auch nicht klar, dass jedes Problem gelöst wird, weil es ist immer die Frage, welche Erfahrungen man denn selber gemacht hat. Es ist von Freiwilligen getragen. Es hängt zufällig davon ab, wer gerade da ist und wer dann wobei helfen kann. Und es wird im Sektor 5. Okay. Es wird an Projekten gearbeitet, aber es können auch freie Fragen gestellt werden. Es ist sehr wenig reglementiert im Vorhinein und es entwickelt sich dann oft mal ganz anders als das Mal davor. Das ist eine nette Geschichte. Findet man auch auf, also die aktuellen Termine findet man immer auf Meetup, unter, also Ruby Habits heißt die Meetup-Gruppe. Jo. Und was ist der Unterschied zu Vienna RB? Das ist tendenziell eher der fortgeschritteneren Kurs, unter Anführungszeichen, also eigentlich kein Kurs. Was ich vorher genannt habe, Ruby Habits, da geht es eben darum, gemeinsam zu coden. Während Vienna AB ist vom Modus her, es werden drei Vorträge gehalten, zu denen man schon Fragen stellen kann, aber eben dieser klassische Vortragsmodus, nachher dann vielleicht noch eine Diskussion oder freies Networking, aber nicht so dieses gemeinsam an Code arbeiten, das ist der große Unterschied. Und noch ein Unterschied ist, Vienna AB ist monatlich und nicht 14-tägig. Es sind noch andere Organisatoren. Es ist aber natürlich, nachdem es um die gleiche Programmiersprache geht, ein großer Überlapp an den Teilnehmern. Also man findet die Leute kreuzweise in die jeweilig anderen Meetup. Auch Sektor 5. Aber die Überleitung von From Hell, ich wohne jetzt in fußläufiger Entfernung zum Sektor 5. Ja. Du wolltest doch nur wohnen in Wien. Genau. Ja, genau. Ich wollte eigentlich nur verkünden, ich habe eine Wohnung. Die Wohnung selber ist super schön, nur der Vormieter hat sie unfassbar widerlich versifft, verdreckt hinterlassen. Es ist unglaublich. Also wohne ich eigentlich, aber ich wohne noch nicht. Aber ja. Das heißt, du musst zuerst dies für Renovierungsarbeiten dann dort? Ja, der hat zum Beispiel gestrichen, aber halt nur irgendwie bis zu zwei Drittel der Wände hoch oder so und die Decken nicht. Und im Schlafzimmer, dummerweise auch gerade im Schlafzimmer, ist extrem viel geraucht. Also mich stört jetzt, wenn irgendwo geraucht wird, stört mich nicht, aber kalter Rauch stört mich echt völlig krass, wenn der in der Wand hängt. Ja, ja. Also ich muss auf jeden Fall noch streichen und es ist so, ich habe die jetzt nach zwei Tagen, ich muss dazu sagen, ich habe mir was gekauft, ich hatte ja jetzt den Grund, mir was zu kaufen, was man sich ja immer gerne kaufen möchte. Ich habe mir jetzt ein Dampfreinigungsgerät gekauft. Ja, es ist super. So toll. Es ist so voll. Was ist das? Es ist wirklich so toll. Ich wollte auch immer ausprobieren. Ja, ich weiß von meinem Bruder, der hatte eins, es ist toll, aber es lebt unter Umständen nicht lang. Es ist toll, das erzeugt Dampf und es hat vorne wie beim Staubsauger so verschiedene Aufsteckdüsen in breit, in schmal, in mit Bürste, ohne Bürste und man kann auch so einen Lappen drüber basteln über diese Düsen, also dass es nicht nur Dampf erzeugt, sondern man kann den Dreck, der vom Dampf gelöst wurde, dann auch gleichzeitig damit wegwischen. Okay. Das gibt es mit so Verlängerungen, dass man irgendwie zum Beispiel Fensterrahmen vom Altbau irgendwie sauber machen kann oder in meinem Fall jetzt gerade mit so einer Bürste, wo man dann diesen rotschmierigen Schimmel aus den Duschfugen rauskriegt, hat ganz übel ausgesehen. Ich hab mal noch gedacht, bei der Wohnungsbesichtigung wollte ich die Dusche eigentlich anschauen und bin dann davon abgekommen und habe mir so im Nachhinein gedacht, wieso hat der Vermieter die mir nicht gezeigt? Und als ich da drin war, habe ich es aufgemacht und habe gesagt, ich weiß schon, warum er mir es nicht gezeigt hat. So, aber also ich würde jetzt mal sagen, wenn man sowieso einen Staubsauger hat und irgendwie einen Wischmopp und Dingens, dann braucht man so ein Gerät nicht, aber das hat jetzt 150 Euro gekostet. Ich habe keinen Staubsauger, ich hätte eher einen neuen gebraucht und Wischmopp, der ist nur in München, weil ich habe ja jetzt irgendwie zu untermietig wohnen. Ich habe jetzt einfach nichts gehabt, womit man putzen hätte können und habe mir jetzt einfach die 550 Euro dieses Gerät gekauft und damit kann man halt echt alles putzen. Also da kann man von Küchenoberflächen bis Boden, Dusche, Parkettboden, wirklich alles putzen. Ich putze also Parkett aber jetzt kann man auch damit putzen. Zweiten Tag, bitte. Ja, man kann Parkett damit putzen?
Ja. Also, weil es Dampf ist ja Wasser. Und ja, aber das macht nicht mehr Feuchtigkeit, als wenn du feucht durchwischst. Du kannst ein Parkett auch feucht wischen. Und damit bekommt man auch Schimmel aus den Fugen? Das ist, ja, da gibt es so eine Düse, die macht so einen kleinen, also die hat vielleicht so einen Stecknadelkopf großen Dampfauslass und das macht einigermaßen Druck und dann das pustet echt den Schimmel aus den Fugen raus. Also ich habe auch so ein Ding, eine Zeit lang waren die recht modern, weil es hieß, das ist auch super hygienisch, weil es eben heiß ist. Ja, für mich wäre das eine Option, weil ich bin Allergiker. Die nächste Runde hieß dann, nein, Vorsicht, so heiß ist das auch nicht, da rauskommt, also das tötet keine Bakterien ab. Okay, und so das weiter. Ist mir wurscht. Also das nicht als Argument nehmen. Ich habe das Gefühl, also was du mit einem Spülischwamm und so nicht loskriegst, das kriegst du mit dem Dampfreiniger auch nicht los. Darum habe ich dann eigentlich wieder aufgehört dann. Ach so, ne, ich bin jetzt eher wieder mit Essig und Spüli unterwegs und so. Also ich kann es jetzt nicht beurteilen. Ich habe es noch nicht geschafft, irgendwie eine Wohnung selber so dreckig zu machen, wie die ist. Also das kann ich jetzt eigentlich schlecht beurteilen. Und nachdem ich, wie gesagt, keine Putzsachen hatte, habe ich mir gedacht, kaufe jetzt alles einzeln zusammen oder kaufe mir jetzt ein Gerät, mit dem ich jetzt da durchputze. Ich weiß nicht, ob ich es sonst gekauft hätte. Aber es hat schon, ich habe es versucht. Spaß macht's schon, ich bin, ja, es macht super Spaß. Es macht total Spaß. Bin ich schon überzeugt. Das Einzige, was besser ist, ist ein Hochdruckreiniger. Aber das ist halt nicht kompatibel. Ja, Hochdruckreiniger und dann Fugenreiniger. Und angeblich Laubbläser, aber da habe ich keine Erfahrung. Hör auf. Hättest du Lust? Ich kann es verstehen, warum man so einen Laubbläser mit so einem Laubbläser so cool ist, nicht effektiv ist, aber ich kann es schon verstehen. Laubbläser habe ich gute Erfahrungen gemacht. Ja? Ich war Zivildienstleister in einem Seniorenheim und ich war quasi der Hausmeistergehilfe. Und ich musste, es hatten so einen großen Baum im Garten, da musste ich jeden Tag den Laubbläser im Herbst rausholen. Das war nicht so angenehm. Also es macht nicht so viel Spaß. Nicht? Wie man denkt, nee, es ist viel zu laut und es ist. Ja, zu laut ist es. Aber also Hochdruckreiniger ist super, das kann ich nur empfehlen. Das macht. Was ich schon mit Hochdruckreinigern alles kaputt gemacht habe. Echt, ich wollte ja gar keinen Dampfreiniger kaufen, sondern einen Dampfsauger mieten. Dann haben im Baumarkt aber gesagt, ja, das hat keinen Sinn, der schafft zwar einen Teppichboden sauber zu kriegen, aber mit Parkett oder Fliesen habe ich schon keine Chance. Und dann habe ich an diese eklige Dusche gedacht und habe gedacht, wenn der schon kein Parkett schafft, dann schafft er diese Dusche erst recht nicht. Und dann hatten sie eben dieses Gerät. Und dann, also der macht aber schon, also ich bin ja da quasi eingezogen so und da habe ich angefangen mit so einem Scheuerschwamm und so zu putzen. Der ist schon besser. Also das weiß ich nicht, ob das nicht vielleicht einfach mit der Zeit nachlässt, die Wirkung. Das kann schon sein. Momentan habe ich gerade meinen Spaß. Na, eigentlich nicht, weil ich will jetzt endlich mal richtig einziehen, aber es ist, macht deutlich mehr Spaß als mit Schrubber und so zu putzen. Ja, genau. Ja, ich bin schon am Überlegen, wo ich mir auch einen Dampfreiniger besorge. Meine Gerätschaften zu Hause machen gar keinen Spaß. So einen geerbten WG-Staubsauger, da ist der Sackerl gefilterweise so nach zweimal drüber fahren voll. Und ja, es bläst auch mehr als es saugt. Habe ich manchmal das Gefühl, aber. Kann man damit auch das Bett reinigen? Also die Matratze zum Beispiel? Fällt mir so gerade ein. Aber das geht, ich habe mir eine Matratze gekauft, bei der man den Zug abmachen und in die Waschmaschine stecken kann. Das finde ich nämlich auch praktisch. Ja, also ich habe auch eine neue Matratze gekauft. Ja. Das ist nichts, wenn man jetzt schon irgendwie wohnt, sondern wenn man halt neu einzieht. Ja, nee, kann okay, man das nicht, weil es saugt die Feuchtigkeit nicht weg. Das wäre in diesem Fall egal. Also ich habe jetzt nicht an die Matratze gedacht, sondern an meine Bettwäsche, weil da heißt es immer, in den Trockner legen. Ich habe aber keinen Trockner, will mir auch keinen anschaffen und ich weiß, dass Tau zum Beispiel sehr gut für meine Bettwäsche ist. Also in Sonnentau rauslegen, früh morgens, ist sehr gut für meine Bettwäsche. Und ich habe mir gedacht, Moment mal, Feuchtigkeit gut, Wärme ist gut, vielleicht ist die Kombination auch gut. Nur waschen darf ich es halt eigentlich nicht. Nicht? Nein, die Bettwäsche soll man nicht in die Waschmaschine stecken. Ach so, du meintest jetzt nicht nur den Bezug außen, sondern das komplette. Ich meine das Innenleben, das Primo und das Kopfkissen. Okay.
Ja, weiß ich nicht. Also das ist von der Hitze her, ich glaube, es heißt zwar immer, was du gerade gesagt hast, Stefan, dass das irgendwie desinfiziert ist, hieß es lange Zeit, aber das glaube ich nicht. Nein, weil das ich wissen kann wir zum Beispiel, also wenn ich in den Backofen reinlange, was ich manchmal mache, dann kann ich mir an irgendwelchen Dampf schon verbrühen und ich habe jetzt aber heute ein paar Mal versehentlich vor diese Düse gelangt und habe mich nicht irgendwie am Finger verletzt. Es ist schon sehr warmer Dampf, der den Dreck löst. Es ist aber dann eher dass der Schimmel weggeht oder so, das ist mehr der Druck als die Hitze. Also ich weiß es nicht, ob du dir dann nicht eher noch irgendwelche Keime züchtest, weil die warmes, feuchtes Luft, ja, stimmt auch wieder. Draußen also, der Tau ist eher kalt und die Luft im Trockner ist eher warm. Ja, okay, also stimmt auch wieder. Ist jetzt nur eine Philosophieren gewesen. Aber nichtsdestotrotz, ich habe ja schon lange mit dem Gedanken gespielt, ich hätte so gern sowas und jetzt ergab sich die Gelegenheit. Top. Ja, das war's. Ich hatte keine Zeit, meiner Aufgabe nachzugehen, Stefan, weil ich ja jetzt. Ja, ich habe. Das ist jetzt, deswegen bitte ich um Aufschub für die nächste Aufgabe. Es geht um Kennenlernen von Wien durch Geocaching oder ähnliche Aktionen. Ich hoffe, dass die Umzieherei und Ausmalerei jetzt bald rum ist und dann bin ich wieder mit dem anderen dabei. War es die Aufgabe, den größten Wohnbau Wiens zu finden? Das ist eigentlich die vorletzte Aufgabe. Das war die vorletzte, so. Das habe ich schon rausgefunden, was das ist, aber ich war noch nicht dort. Und die nächste Aufgabe war, dass ich den Spöttkram herausfinde, warum das ein Geotop ist. Und was ein Geotop ist. Und was ein Geotop ist, aber da war ich jetzt auch noch nicht dort. Dafür bin ich jetzt, kann ich jetzt berichten, wie man eine Matratze mit Bus und U-Bahn kauft und transportiert. Und bitte, wie macht man das? Das ist super, bei Ikea gibt es Matratzen, die sind vakuumverpackt. Die sind wirklich vakuumverpackt und zusammengerollt auf eine Rolle. Die sind wie ein Teppich von der Größe her. Und das ließ sich ganz gut transportieren. Also das hast du allein als eine Frau? Also öffentlich transportieren können. Ja, es war dann im Bus nicht so spaßig, weil der war irgendwie total voll, weil es war Samstagabend. Aber das war, also für mich war es jetzt nicht so schlimm, weil ich habe die Matratze so als Schutz vor mir gehabt. Aber das ist wie so eine große Teppichrolle irgendwie. Das war so ein spontan Entschluss irgendwie so, ich mache das jetzt. So toll, ja? Ja, genau. Aber wie gesagt, irgendwelche Sehenswürdigkeiten anschauen, also haben wir noch nicht geschafft. Von Matratze vielleicht zum auch schöner Leben? Ja. Ich habe nur schön Film schauen und schöner ärgern. Ja, mach mal Film schauen. Film schauen. Wir haben schon sehr viel Ärger heute. Ja, ich habe einen schönen Film angeschaut, Zeit der Kannibalen. Klingt es als erstes nach einem Horrorfilm und das war auch die erste Reaktion, die ich hier bekommen habe. Ah, ein Horrorfilm. Nein, es ist überhaupt kein Horrorfilm. Ja. Es ist ein Kammerspiel. Okay. Und ich finde, dass die Schauspieler ihre Arbeit sehr gut gemacht haben. Es handelt davon, dass zwei Typen, die sind seit Ewigkeiten Kollegen, seit mehreren Jahren, und sind, wie nennen sie die nochmal, Consultant, glaube ich, würde man das nennen. Und sie arbeiten für die Company. Und es ist ein deutscher Film. Ein abstraktes Geschäftsszenario. Also ja, es ist Männer in einem Raum. Richtig, genau. Ja, in einem Raum ist ein bisschen zu eingeschränkt innerhalb eines Hotels und man sieht aber hauptsächlich nur die Hotelzimmer, Konferenzzimmer und einen Flur. Also kein Aufzug, man sieht nichts draußen so wirklich. Und das ist wirklich jetzt das wirklich Interessante. Man kann ja die Fenster rausschauen. Und was sieht man draußen aus dem Fenster? Da haben die Betonskulpturen in Form von Klötzen hingestellt, sodass das aussieht, als würden da verschiedene Häuser stehen. Aber in Wirklichkeit sind das einfach nur Betonblöcke, die da stehen. Okay. Das ist also wirklich eine Stilisierung, um zu sagen, das ist nicht hier, das ist irgendwo. Ein generisches Stadtgebiet. Richtig, sozusagen. Ja. Und es wird dann später gesagt, dass es in einem bestimmten Land, in einer bestimmten Stadt ist, aber man sieht dann auch verschiedene Leute, also es scheint an einer Stelle das Hotel gewechselt zu haben, ohne dass was gesagt worden ist. Also ich weiß es nicht hundertprozentig, aber mal sieht man Afrikaner, mal sieht man Inder und es ist nicht ganz klar.
Aber es ist auch nicht ganz so wichtig, finde ich. Es ist nur halt diese Dialoge, die sehr, sehr gut sind. Also es ist bissig, knallhart, kurz, prägnant. Nachdem eine Frau hinzukommt, die der neue Kollegin sein soll, die aber auch eine bestimmte Aufgabe hat, wie man später erfährt. Und dass die zwei mitbekommen haben, dass wahrscheinlich ein neuer Partner gesucht wird für das Unternehmen, okay, und beide daran interessiert sind, entsteht so ein Zwiespalt zwischen den beiden. Der dauert aber nicht lange an. Sie hat dann, glaube ich, eine Beförderung oder Geburtstag. Ich glaube, eine Beförderung, und feiert, und da sind sie mal in einer Bar. Und da kommt ein interessanter Dialog heraus. Und ja, die Dialoge sind kurz prägnant und die Gestik ist wundervoll. Also wie die gestikulieren, ziemlich hart, wie sie miteinander umgehen, hart, nur darauf erpicht, Erfolg zu haben. Also das ist deren einzige Aufgabe, und auch wenn sie mit anderen Leuten von außen zu tun haben, immer knallhart, und einer mag zum Beispiel nicht, wenn Schokolade auf dem Kissen liegt, also es darf keine Süßigkeiten da liegen, und dann fährt er wirklich ziemlich harsch den Pagen an, liegt da wirklich keine Schokolade oder sowas, sind Sie sicher, wollen Sie nicht vielleicht noch vorher anschauen? Ich verrate jetzt nicht, was dann passiert, aber das war ziemlich knallhart. Okay, intens klingt das. Ja, und ist das eine moderne, oder? Also ist da wie, ja, was, ziemlich, 2014. Genau, und du hast ja gemeint, du magst der deutsche Film so prinzipiell nicht so sehr, ja, aber das hat funktioniert für dich. Oh ja, also ich mag hauptsächlich deutsche Filme überhaupt nicht, aber der Film war wirklich sehr, sehr gut. Also, es gibt gute deutsche Filme, ja, und das ist für mich ein wirklich hat guter sich Film. Dazu ging, das war ein, weil, okay, ja, dieses Kammerspiel, und er würde auch im Englischen nicht so gut funktionieren, weil sie zum Teil auch Englisch reden, international, dann wird es auch untertitelt, und man merkt da so diesen Zwiespalt zwischen dem Deutschen und dem Englischen. Sie sind wieder knallhart, aber sie sprechen so einen ganz starken deutschen Dialekt, und das würde im Englischen doch fehlen, wenn dann alles auf Englisch liefe. Und in dem Film funktioniert es halt gut, weil die Sprache die ganze Zeit Deutsch ist und dann diese Dialoge plötzlich auf Englisch sind, wenn sie mit anderen, mit Geschäftspartnern potenziellen zu tun haben. Und ja, es ist, also die Schauspieler haben es gut drauf, die Dialoge sind schön bissig, knackig, genau, kurz. Welche bekannten Autor ist ihr gemeint? Der Friedrich von Thun spielt zumindest nicht so weit. Wenn er das ist, zwar, aber dieser, ja genau, ja, wenn wir entdeckt dann, haben, dann stimmt das. Ansonsten, ja, nehme ich das Erratum auf meine Kappe. Und dann noch eine die Schauspielerin Katrin, ich habe den Namen vergessen. Aber, ja, und noch einer, bei dem ich die Gestik ziemlich gut finde. Der dritte Schauspieler hat wirklich eine sehr gute Gestik, die meistens passt, also die Rolle ist wirklich perfekt auf ihn. Und sie ist eine etwas, sie ist zwar eine starke Persönlichkeit, sehr stark, auch als Frau, aber sie hat auch so eine leichte, schwache Art, eine zerbrechliche. Und das passt zu ihr, weil sie prinzipiell ziemlich hart aussieht, aber trotzdem noch eine weibliche Art in sich hat und auch von Gesichtszügen sehen kann, ja, eine gewisse Weiblichkeit ist da vorhanden. Und der dritte ist halt ein Ehemann, der der Probleme hat in seiner Ehe, und halt, das passt auch perfekt. Also das ist auch dann der den wir vorhin gesehen haben. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Friedrich von Thun. Ja, wenn er das ist, das passt sehr gut als Familienvater, der gescheitert ist. Ja, ja, ja. Seine, ja. Ja, gute Stimme der Friedrich von Thun. Spricht die auch in so ein paar historischen Dokus, ja, genau. Und abgefahren, wie halt der andere mit dem Fahrrad, mit dem Rennrad durch das Hotel fährt und zum Teil im Hotelzimmer herumfährt. Also manche sehr seltsame Szenen. Ja, skurril, okay. Ja, und die Außenbauten natürlich, man sieht nur das. Ja, und draußen, was man mitbekommt, ist, dass da ein bisschen Ballereien stattfinden, und sie haben so langsam, naja, wir würden schon rausgeholt werden, wenn hier wirklich Krieg ausbrechen würde.
so eine Stimmung ist halt auch noch mit dabei. Und das, ja, es klingt spannend. Ja. Also klingt auch ein Film, der mich interessieren würde. Ich mag ja gern dieses Dialoglastige und es doch ein bisschen abstrakt ist und die Leute sich gegenseitig fordern. Da. Das ist in dem Fall wirklich der Fall. Also man weiß auch nicht so richtig, worum es geht, weil es nicht wirklich angesprochen wird, sondern nur, es gibt Probleme und es muss gelöst werden. Und halt dieses bissige... Sehr gut. Also wie heißt der Film nochmal? Zeit der noch? Kannibalen. Zeit der Kannibalen, die Monster. Super. Aha, das schreibe ich mal auf. Oder schaust du den schon noch nach? Ja, mach ich noch weit. Leute, ich, unser Alphonic-Budget ist nicht endlos, sage ich. Noch eine Minute, zwei Stunden. Noch eine Minute, zwei Stunden? Nein, eine Minute noch zu den zwei Stunden. Ich könnte also einen Film machen, kurz, oder eine TV-Serie? Eine TV-Serie? Wo da noch nach dir das hinsteht? TV-Serie. Ja, TV-Serie. Okay, ja. Okay. Ich bin ein großer Fan von Louis C.K., amerikanischer Stand-Up-Comedian. Und der hat jetzt ein sehr interessantes Projekt. Er hat eine neue Serie, die er direkt vermarktet, ohne irgendwelche Publisher oder Netzwerke dazwischen, sondern er verkauft sie direkt über seine Webseite. Mhm. Die Serie heißt Horace und Pete. Ja. Ist keine klassische Comedy, sondern etwas, was er so irgendwie undefinierbar hält. Also er sagt, es hat lustige Momente und ich glaube, er weiß eben nicht ganz, wie es wird. Ja. Ja, mhm. Er sorgt halt, also er hat ein Studioset sozusagen mit Fixkameras und wenn ich das Konzept richtig kapiert habe, wird das halt sehr schnell geschossen, nicht mehr viel editiert und dann sehr schnell veröffentlicht. Also er hat wenig Zeit dazwischen, mhm, und kann dadurch sehr gut auf aktuelle Ereignisse einfließen lassen. Also die Gags oder die Dialoge sind sehr zeitnah am politischen Geschehen. Ja. Er hat nicht diese große Produktionsveröffentlichungs-. Das ist eine Serie, das ist ja kein Videoblog in dem Sinne. Nein, das ist einfach eine Serie und ich würde sagen, ich habe mir das natürlich anschauen müssen und bin jetzt auch schon ein großer Fan davon. Mhm. Es ist aber jetzt nicht so das typische Serie, wo du halt das Setting weißt und denkst, ah, die zwei Hauptdarsteller werden sich wahrscheinlich am Ende der Season 1 kriegen und zusammenkommen und so. Mhm. Das ist dann nicht, sondern ich würde es am ehesten als Kammerspiel betrachten. Es gibt wieder, so, es gibt auch genau zwei Sets, also zwei verschiedene Szenen. Also mhm, es lebt davon, dass unterschiedliche Schauspieler sind und der Hauptdarsteller, der heimliche Hauptdarsteller ist sozusagen eine Bar, eben das ein Etablissement, so eine Bar, wo so Alkoholiker abhängen und Whisky trinken. Mhm. Und sehr viele Freunde von Louis C.K. sind eben mehr oder weniger bekannte Comedians und die haben dann alle Gastauftritte oder Auftritte dort. Werden jetzt aber nicht in primär lustigen Rollen gecastet, sondern haben einfach Dialog-Sprechrollen. Ja. Und diese Bar, wo halt der Louis C.K. ein Mitbesitzer ist, der aber diversen Ansprüchen nicht genügt. Die hat noch etwas, was mir sehr gefällt. Die hat einen älteren Opi, der irgendwie der ältere Besitzer ist, der noch mithilft, also der Großvater sozusagen. Und der ist halt mit seinen Ansichten und seiner politischen Korrektheit so irgendwo in der Eisenhower-Zeit festgesteckt, mhm, und erklärt auch lautstark halt immer sein Weltbild, das halt frisch aus den 50er Jahren kommt. Also ist halt ein angenehmer Kontrast zu der Zeit. Also, mhm. Ein paar Witze sind dann halt auch ein bisschen sehr derb und so, aber es ist ist ganz nett und konfrontativ. Und ich habe jetzt noch kein durchgehendes Thema entdeckt. Also es gab jetzt, glaube ich, vier Episoden. Okay. Eine war zum Beispiel wirklich nur, dass seine Ex-Frau ihr irgendwas erzählt, wie sie eine Affäre hat, und sie erzählt das halt ihrem Ex-Mann und dann reden sie ein bisschen drüber und das war alles. Also mhm, du lebst eigentlich voll nur von dem einen Dialog. Ja. Und andere sind so mehr so Bar-Szenen, wo halt diverse Gäste da sind, die sich halt so und so aufführen. Alle sind irgendwie ein bisschen depressiv und haben ihre eher seltsamen Depro-Probleme. Also jetzt nicht so auf Brouhaha, sondern auch irgendwie ernster. Mhm. Aber es hat durchaus sehr lustige und seltsame, komische Momente. Du hast ja gemeint, dass er generell so dieser Komiker so in die Richtung geht, dass man, dass es nicht der Brouhaha-Humor, sondern dann immer wieder so ins Ernste. Ja, eher so, jetzt sei nicht so depressiv und so, aber er kann das wirklich sehr gut einfach nur
er kann nicht funktionieren. Also das ist eine hohe Kunst bei ihm. Ne? Also, er scheitert schon an sehr einfachen Situationen. Und man fühlt mit und andererseits reißt dich so. Er sagt selber, für die Verteilung geht nicht über die großen Netzwerke. Wie macht er dann Geld mit der Serie? Also er sammelt direkt auf der Webseite Geld. Aber du kannst es dir auch so anschauen, ohne dass du zahlst. Nein, also wenn du jetzt nicht zu illegalen Methoden greifst, habe ich noch keinen Weg entdeckt. Also, Dann zahlst du pro Episode oder kannst du also so einen Season Pass, wie es bei manchen... Nein, ich glaube, du zahlst pro Episode, wenn ich das richtig kapiert habe. Ich möchte das jetzt auch nicht falsch sagen. Wenn ich es richtig kapiert habe, wartet er immer, bis er genug Geld hat, dass er die nächste Episode machen das kann. Macht Sinn, ja. Aber du zahlst so einen sehr relativ geringen Betrag pro Episode. Und das ist natürlich politisch auch etwas Sympathisches, dass man jetzt sagt, haha, ich pfeife auf die Vermittler, ich zahle direkt den Künstler und so. Mhm. Auf britische Sitcoms, ein deutscher Blog, den ich sehr gern lese, da ist er sehr verrissen worden, also der Rezipient war nicht einverstanden mit der Serie und hat gesagt, so viel talentierte Komiker und dann ist nicht lustig. Aber das Ganze ist jetzt auch nicht als Comedy gedacht, sondern ich würde sagen, du kriegst diverse Bühnenstückchen, die alle irgendwie um eine Bar herumspielen. Okay. Aber ich habe es sehr gut gefunden. Ich habe auch schon einen Charakter, diesen alten Opi, halt sehr, freue ich mich schon immer auf den seinen nächsten Linien und so. Aber es ist jetzt nicht primär lustig, sondern es ist mehr primär so eine Sammlung von Theaterstücken oder kurzen Einakten. Horrors and Pete. So. Schluss. Du wolltest Fragezeichen. Noch was von Filmen erzählen? Ja. Ach. Das wird langsam zu einem Running Gag. Der König viele Sachen an. Auch immer so hat man nie was gesagt, glaube ich, dieses Jahr. Ich bin ja so mundfaul. Irgendwann sind wir wieder nur zu zweit und dann fragen wir uns, wenn wir Themen übrig haben. Ich habe jetzt auch nicht über einen Film erzählt. Ach so. Ja, das konnte ich nächstes Mal noch machen. Genau. Oder so. Ja, machen wir. Machen wir einen Kombi. Du machst den Inception und ich mache das nächste Mal meinen Agatha Christie. Genau, weil der Inception ist schon so alt, der läuft gewiss nicht. Gibt es ja nichts extrem schön. Die Agatha Christie ist in 78 Jahren passiert, oder? Bist du doch topmodern. Ja. Ja, gut, dann verabschieden wir uns. Ja. Daniel, ein Schlusswort. Das war dein erster Live-Bier-Docher, oder? Ja. Danke, dass ich teilnehmen durfte. Ja, danke. Hat Spaß gemacht. Oh, so demütig war ich nicht beim ersten Mal, gell? Er hat auch Bleistifte bekommen. Ja, ich habe mal einen Moment, so ist nicht. Zwei. Ich podcast doch schon so lange. Gut, wenn Sie dabei sein wollen, wie der Daniel, dem es gut gefallen hat, einfach am nächsten Dienstag dabei sein, 19.30 Uhr, Westbahnstraße 35a in der Zypresse. Wenn wir nicht pünktlich sind, wir kommen dann später. Also nicht aushauen. Bis dann, schön war's. Und Baba. Tschüss. Aus ist es noch lange.